Gronkh, du Sau, wie kannst du nur? Ich habe mitbekommen, der hat einen Shitstorm und ich habe nicht ganz verstanden, warum. Mir hat jemand, der noch einen Twitter-Account hat, im Gegensatz zu mir, vor ein paar Tagen geschrieben: Oh, hast du dich schon von Gronkh distanziert? Der soll Mist gebaut haben und ich habe nicht gewusst, warum. Und dann hat er mir eine Erklärung gegeben und ich habe die, also ungelogen, nicht so ganz verstanden. Er hat, glaube ich, angekündigt, ein Harry Potter-Spiel zu spielen. Ich habe von dem Spiel noch nichts gehört. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich weiß nicht, was man da macht. Ich glaube, man geht irgendwie nach Hogwarts und macht Zauber. Und ich habe hier ein Video im Discord von The Mango Trap. Der reagiert auf Gronkh und guckt sich den an. Ich muss zugeben, ich kenne den nicht. Also ich habe, glaube ich, das Gesicht mal gesehen. Ich glaube, ich habe auch den Namen schon mal gelesen. Sieht hier nach Twitch aus. Ich glaube, ich habe den mal bei Twitch auf der Startseite gehabt und also vielleicht auch schon mehrmals, aber dann nicht angeguckt. Also ich habe von dem hier noch nie ein Video oder einen Stream geguckt, deswegen weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass der jetzt hier Gronkh so richtig in die Pfanne haut, weil Gronkh ist es egal, Fragezeichen. Und auf dem Thumbnail war so enttäuscht von Gronkh. Also der war wohl vorher Fan und hat dann gesagt: Alter, Gronkh, du Sau, du hast hier irgendwie Mist gebaut. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat Gronkh ja noch mehr falsch gemacht. Was ich mitbekommen habe, war, J.K. Rowling hat wohl auf Twitter böse Sachen gesagt, die ich auch nicht alle mitbekommen habe, weil kein Twitter-Account. Ich habe nur irgendwie, glaube ich, zwei, drei gescreenshottete Tweets mal gesehen. Da hat sie irgendwas gesagt, was manchen Leuten nicht gepasst hat. Und weil sie ja Harry Potter erfunden hat und jetzt eine Firma ein Harry Potter-Spiel macht, wo sie selber wahrscheinlich, also, ne, ganz ehrlich, wahrscheinlich nicht groß involviert ist, sondern man sagt: Hallo, Frau Rowling, dürfen wir Ihre Figuren in dieses Spiel bauen? Ne, und sie hat wahrscheinlich einfach gesagt: Ach, ich krieg da Geld, ja, von mir aus, scheißegal, macht da, was ihr wollt. Ne? Also, ich gehe mal nicht davon aus, dass sie das Drehbuch für Spiele schreibt noch, sondern dass sie da einfach sagt: Ja, ihr kennt ja das Drehbuch, macht mal irgendwas. Ja, und da ist in der Kette, sie ist halt böse und ihr Name steht mit auf der Spielepackung und die Figuren sind von ihr und wenn man das dann spielt, dann ist man ein Fan von ihr, oder? Ist es so ungefähr? Nachdem ich Anfang Januar einen multiplen Sklerose-Schub hatte, der mich temporär halbseitig gelähmt hat, bin ich etwas aus der Schleife, kann ich mich also wieder hier online re-radikalisieren und mich über Kapitalismus beschweren? Es tut mir sehr leid, das zu hören, Cinecast. Ich hoffe, du fängst dich. Ich habe auch wie nennt man es? Person im Bekanntenkreis, die das hat. Und es ist krass, ne? Ist wohl unterschiedlich krass, aber ich wünsche dir gute Besserung, falls man das wünscht. Ich hoffe, dass nicht so schnell der nächste Schub kommt, aber ich bedanke mich für deinen Prime. Du kannst dich beschweren, wie du möchtest. Also ich bin relativ tolerant. Bitte nicht Terms of Service verletzen, aber wenn du eine Meinung hast, die ich nicht teile, ist es okay für mich. Ich muss einen Klimmzug machen. Das war hier gerade im. War hier gerade im Chat. Ich muss wieder sportlicher werden. Aber ans Eingemachte. Jetzt wird Gronkh die Hölle heiß gemacht, weil wie kann er es wagen, dieses Spiel zu spielen? Glaube ich. Vielleicht hat er ja noch nachgelegt. Also. Kann ja sein, dass Gronkh danach ein Statement gemacht hat, wo der dann so richtig ausgerastet ist und beleidigt und sonst was gemacht hat. Das weiß ich ja nicht. Also ich versuche mal unbefangen ranzugehen. Mal gucken. Bevor wir jetzt Ich mache mal nochmal lauter. in veganes Video reingehen, möchte ich nochmal zum Boykott von Harry Potter aufrufen und möchte euch kurz zeigen, wie man sich nicht zu Hogwarts Legacy äußert und muss hier einen Link raussuchen, den ich dann euch in voller Länge und in voll. Boykott von Harry Potter. Ey, bitte nicht beleidigen, aber also Harry Potter selber ist doch eigentlich ziemlich unproblematisch, oder? Also der Grund, Harry Potter zu boykottieren, ist, weil man die Autorin nicht mag, oder? Und ich glaube, die ist auch relativ reich. Also, was ich so mitbekommen habe, warum man in der Regel Boykott macht, ist, weil man irgendwie sagt: Wenn wir alle kollektiv dieses Produkt nicht mehr kaufen, dann kann die Firma das nicht mehr machen, was sie da macht. Aber also ich glaube, J.K. Rowling wird auch nach einem Boykott noch einiges an Internetreichweite haben und ich glaube, Geld hat sie auch schon genug, ne?
Ich habe das eben mal nachgegoogelt. Jetzt bin ich hier im falschen Fenster, aber J.K. Rowling kann man ja einfach mal in den Wikipedia-Artikel gucken. Da steht das ja meistens drin. Wikipedia. So, hat man bestimmt hier. Warum ist das das spanische Wikipedia, was mir da vorgeschlagen wird? Naja, ist ja eigentlich egal. Man kann ja hier relativ schnell umstellen. So, und dann kann man hier wahrscheinlich bestimmt einfach mal Million eingeben. So, nee, da hat sie Million Couples. Vielleicht kann man da Net Worth oder so. Ist egal. Ich guck mal hier hoch. Ich glaube, sie hat relativ viel Geld. Hä, ist hier nicht so eine Inhaltsangabe irgendwo? So ein... Was ist das für ein komisches Wikipedia? War hier nicht hier oben immer eigentlich so eine Gliederung, die man anklicken kann? Ist das jetzt hier am Rand oder was? Okay, das ist neu. Aber ich meine, da war irgendwie bestimmt bei Life and Career. Aha, da haben wir es. Da haben wir es. Oder? Ist es... Pound. Ach scheiße, das ist wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist es das Pfund-Symbol, ne? Hier, Wealth. Da könnte es doch drinstehen. Zack, da haben wir... wie viel hat sie jetzt? Oh, hier. 820 Millionen. Also wenn man das von Pfund in Euro übersetzt, sind wir da bei ungefähr 900 Millionen. Ich glaube, mit 900 Millionen hat man ausgesorgt, oder? Also selbst wenn man das jetzt boykottiert, die wird bis an ihr Lebensende und wahrscheinlich auch ihre Kinder keine großen Geldsorgen haben. Und auch wenn ihr jetzt alle das boykottiert, ich glaube, es gibt auch noch genug Leute, die es nicht boykottieren. Aber vielleicht gibt es ja eine Chance, ne, dass die pleite geht, wenn wir alle dieses Spiel nicht kaufen oder so. Kurze Lautstärke, abspielen. Mal gucken. Und wir schütteln einfach mit dem Kopf. Leute, okay, die gestern den Stream geschaut haben von mir auf dem Gaming-Channel, twitch.tv Sundays, wissen schon, was... Dass ich da Harry Potter spiele. Was gleich passiert. Okay, aber wahrscheinlich nicht, ne? Gehen wir doch mal direkt rein. Ich muss den gar nicht direkt so... Warte mal, kann ich das... Ja, dann ist er zu klein. Ihr braucht nur den Ausschnitt. Ist das nur ein Clip oder was? Das Ding hier geht 14 Minuten. Das ist ja schlimmer als bei mir. Du kannst doch nicht 14 Minuten auf 40 Sekunden reagieren. Das macht doch sonst nur ich. Hä? Okay, ihr braucht nur den Ausschnitt. Ist egal. Ich hoffe, ihr schüttelt auch zu Hause schon den Kopf, ne? Er hat ja gerade dazu aufgefordert. Also, ich sehe es ja jetzt nicht, aber ich hoffe, wir schütteln alle gerade kollektiv. Dann kann ich halt leider seinen Stream nicht richtig sehen. Ihr müsst nicht unten sehen, von wem er gesponsert wird, auch nach der Aussage eigentlich nicht. Es gibt dazu auch ein VOD, aber das werden wir nicht schauen, weil... Also, man soll jetzt seine Sponsoren ausblenden, weil er jetzt auch eine böse Aussage gemacht hat. Ich hoffe, Gronkh geht einfach auch pleite. Wie viele Millionen hat der? Ich glaube auch mehrere, oder? Ich möchte nicht, dass Gronkh durch mich nochmal 10 Euro zuverdient. Ich stehe dem gekommen, dass Born vor diesem Clip und nach diesem Clip, ich sage jetzt mal, nicht so auch das Positive gesagt wird und uns es auch noch weiter stören wird. Aber ich sag. Kleiner Funfact übrigens. Was ich so mitbekommen habe. Von Twitch, Twitter, YouTube und so weiter. Wenn man so ein bisschen auf die Zahlen guckt, auch bei den Leuten in meiner Peer Group oder bei mir selber, wenn Leute gerade so ein bisschen umstritten sind, noch nicht so weit Shitstorm, dass es illegal ist, ne? Also nicht, dass man verhaftet wird oder sowas, sondern so, dass manche Leute sagen, oh, was für ein Schwein, und bei Twitter über einen lästern und Memes erstellen und so weiter, dann haben diese Personen immer mehr Zuschauer als sonst. Ich wusste zum Beispiel vorher nicht mal, dass es ein neues Harry Potter Spiel gibt. Ich habe das nur gehört, weil gesagt wurde, oh nein, hast du schon gehört, das schlimme Spiel ist auf dem Markt. Ne? Oder es gibt auch so ein paar andere Streamer, die vielleicht mal mehr und mal weniger unbeliebt sind. Und sobald die mehr unbeliebt sind, gehen die Abozahlen und die Zuschauerzahlen von denen durch die Decke. Und plötzlich haben die einfach dreimal so viel Zuschauer, wie die vorher hatten. Und man sagt so, jetzt vernichten wir den, wir boykottieren den alle. Aber jetzt hier nochmal 20 Tweets darüber, wie scheiße er ist. Ich wette, bei Gronkh kann sein, dass man es nicht sieht, weil der halt immer hohe Zahlen hat. Aber naja, vielleicht hat Gronkh jetzt vielleicht 100, 200 Zuschauer mehr als sonst. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass Gronkh so groß ist, dass es nicht mehr ins Gewicht fällt. Aber bei so kleineren Streamern habe ich das mitbekommen. Sonst so 100 Zuschauer
Und dann, wenn alle darüber meckern in ihren Streams und auf Twitter, zack, 300. Sag mal, hier in dem VOD, in diesem Clip meine ich, versteckt sich die Kernaussage, die wir alle in unseren Ohren hören sollten. Wo jemand okay. Argumente nicht gegen J.K. Rowling, sondern für. Und da ist eine ganze Liste mit Punkten, was sie wohl gesagt hat und welchem Kontext und lalala. Hm. Und es. Gronkh hatte in seinem letzten Stream direkt nach dem Shitstorm circa 15.000 Zuschauer mehr im Durchschnitt. Da hat das sehr gelohnt, ihn anzukacken. Der arme Mann, ob der sich davon noch mehr erholt. Ich guck mal hier Twitch Metrics nach. Okay, Gronkh, ich glaube ohne TV oder sowas, ne? Es gibt ja zwei Gronkh-Kanäle. Okay, also hier hat er, glaube ich, Shitstorm gekriegt, da hat er im Peak so ungefähr 26.000 und naja, hier sind es 41.000. Nicht direkt verdoppelt, aber fast. Okay. Ich fordere dazu auf, diesen bösen Mann zu boykottieren. Wenn wir den alle boykottieren, dann verdoppeln sich die Zuschauerzahlen. Es ist mir einfach egal. Ja, also ganz ehrlich, das mit den marginalisierten Gruppen, dass ich dafür aufstehen muss, das kann mir doch eigentlich auch egal sein, ne? Was? Hab ich da was verpasst? Könnt ihr mich aus dem Chat aufklären? Ich weiß nicht, ob wir hier auf dem gleichen Wissensstand sind. Also, J.K. Rowling hat auf Twitter, glaube ich, irgendwann mal gesagt, also sie hat einen Artikel gepostet, glaube ich, wo von Personen mit Uterus gesprochen wurde. Und sie hat gesagt, Personen mit Uterus, hatten wir da nicht mal ein Wort für, ach ja, ihr meint ja Frauen. War das das? Und was sie danach noch gemacht hat, ich bin da nicht so ganz drin, ich bin nicht so invested, dass ich ihre ganze Timeline durchlese. Aber den Tweet hatte ich mitbekommen und danach, weiß ich nicht. Aber das heißt jetzt, dass sie durch diesen Tweet und vielleicht Tweets danach persona non grata ist. Und wenn ich ihre Spiele spiele, dann unterstütze ich sie und sie ist böse und dann bin ich auch böse. Ist das die Logik jetzt? J.K. Rowling unterstützt transfeindliche, ist in Anführungszeichen, Gruppierungen mit Geld. Gut, welche? Warum sind die? Ich weiß nicht, welche Gruppen und ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber ich gucke erstmal, wie alt ist J.K. Rowling denn nochmal? Wir hatten doch gerade ihr Wikipedia auf. Mhm. Also 65 geboren. Naja, gut, die Frau ist über 50. Ich finde das immer ein bisschen seltsam, wenn man gesellschaftliche Entwicklungen hat, weil die kommen bei der Jugend eigentlich immer schneller an als bei alten Leuten. Und diese Frau ist, ich kann gerade schlecht rechnen, ist sie 58, 57, irgendwie sowas. Also das über 50-Jährige, das reproduzieren, was sie über 50 Jahre gelernt haben, und dass sie nicht, sobald eine Jugendgruppe kommt, die sagt, stopp, jetzt anders, dass die nicht direkt umswitchen, das ist ja eigentlich immer so, das ist ja logisch, oder? Also ich meine, dass vielleicht Leute zwischen 15 und 20 oder so, dass die, ne, was bei Twitter mitkriegen, Artikel lesen oder irgendwas und dann sagen, wow, die Welt ist ganz anders, als ich gedacht habe, das gibt's, ne? Aber bei über 50-Jährigen schwierig. Also man kennt es ja auch, dass aus eurem Verwandtenkreis vielleicht, dass die Oma vielleicht nochmal Wörter sagt, wo man sagt, Oma, das Wort sagen wir nicht mehr. Und die meint das dann gar nicht irgendwie böse oder beleidigend, sondern die hat es ihr Leben lang so gehört. Ne? Und ich glaube bei J.K. Rowling, die Chance, dass sie jetzt irgendwie, dass sie jetzt plötzlich ein Ally wird oder so, die war schon vorher relativ gering. Aber es ist schon ein Boomer, oder? J.K. Rowling? Also ist Boomer-Generation. Wann war die? Wenn du, glaube ich, in den 60ern geboren bist, bist du ein Boomer, oder? Krasser Bart. Ja, danke. Das Geheimnis ist Faulheit. Na gut, gehen wir weiter rein hier. Die AfD hat was gegen Schwarze. Ist also mir egal. Also ich bin jetzt nicht antifaschistisch unterwegs. Warum soll ich das sein? Also bitte. Also, okay, ist jetzt eine Übertreibung, ne? Also ich glaube, Gronkh ist nicht wirklich AfD-Supporter. Ich meine, der hat auch schon öffentlich was gesagt, dass er die nicht gut findet, oder? Kann man da was finden? Gronkh AfD, ich meine, der hat irgendwie öffentlich auch gesagt, dass er die nicht gut findet und auch nicht möchte, dass die gewählt werden oder zumindest irgendwie, keine Ahnung, findet man jetzt nicht mehr, weil hier alles irgendwie von, ist jetzt überschwemmt mit irgendwelchen Harry Potter Artikeln, aber ich meine, dass Gronkh auch schon
von eher rechtsgesinnten Leuten als linksversifft und dergleichen bezeichnet wurde, oder? Weil er irgendwas gesagt hat. Ich interessiere mich nicht so für Gaming-Videos, deswegen gucke ich mir das nicht an. Aber also, wenn man Harry Potter mag, ist man dann ein AfD-Wähler? Ich kenne linke Transpersonen, die Harry Potter gut finden und sagen, naja, gut, die Autorin sagt jetzt ein paar Sachen, aber die Geschichte ist 10, 20 Jahre alt und ist halt ein nettes Märchen einfach. Ist halt eine nette Geschichte so. In der Geschichte selber ist es ja, kommt das ja alles auch nicht vor. Und jetzt irgendwann, wenn die Autorin danach was sagt, ich meine, ey. Naja, ne. Also, keine Ahnung, man kann ja auch irgendwie Nietzsche oder Kant lesen und dann sagen, die haben teilweise in ihrem Leben haben sie was gesagt, wo ich zustimme, und teilweise haben sie was gesagt, wo ich nicht zustimme. Alle sind ein Kind ihrer Zeit. Also das heißt ja jetzt auch nicht so, wenn die heute leben würden, dann würden sie so und so, weil wenn sie heute leben würden, dann wären sie wahrscheinlich später geboren und anders aufgewachsen und dann würden sie vielleicht das nicht so machen, wie man es vermutet. Weiß ich nicht, aber ich glaube, also ich glaube, J.K. Rowling ist, wenn J.K. Rowling, wenn die früher gelebt hätte, die hätte, glaube ich, Hitler gewählt, oder? Sind wir uns alle einig, oder? Ich guck nochmal, was hat er hier genau Gronkh unterstellt? Also, Gruppen, dass ich... Es ist mir, also Gronkh sagt, ihm ist egal, dass er auf Twitter einen Shitstorm kriegt, er will das Spiel trotzdem spielen. Ne? Das ist die Aussage. Und er macht jetzt daraus, aha, Gronkh, du boykottierst nicht mit. Streikbrecher, du Sau. Wenn du das Harry Potter Spiel spielst, dann wird ein Seehundbaby totgeknüppelt oder so. Ne? Du hast den Knüppler nicht aufgehalten, du warst nicht im Widerstand. Ich bin quasi Stauffenberg und du bist, Gronkh, du machst mit. Du gehst einfach mit in der Reihe und du tötest. Vielleicht. Einfach egal. Ja, also ganz ehrlich, das mit den marginalisierten Gruppen, dass ich dafür aufstehen muss, das kann mir doch eigentlich auch egal sein, ne? Wie die AfD hat was gegen Schwarze. Ist also auch mir egal. Also ich bin jetzt nicht antifaschistisch unterwegs. Warum soll ich das sein? Also bitte. Es ist mir einfach egal. Darf es mir egal sein? Nein! Bin ich dann ein schlechter Mensch, wenn mir J.K. Rowling egal ist? Nein, dann bist du... Komm mal das Gesicht oben. Platz 2 im Ranking. Eine Feuerstelle ist der Ort eines Wohngebäudes oder Zeltes, in dem sich ein Feuer zum Kochen und Braten von Speisen oder zur Heizung befindet. Im weiteren Sinne bezeichnet der Begriff auch die gesamte Wohnstätte. Danke sehr, Azuragon, für 90 Bits. Eine Rolle in meinem Leben spielen? Ach, guck mal, er ist richtig angewidert, oder? Also Gronkh, ey, der sagt einfach, J.K. Rowling ist egal. Wie kann ihm das egal sein? Meine Güte, das Flüchtlingsheim brennt und Gronkh steht daneben, hat einen Eimer mit Wasser in der Hand, aber sagt, ist mir egal, ich spaziere jetzt hier weiter, ich guck mir das nicht an. Satire, ich meine das nicht ernst. Es ist blöd, wenn man so Reactions guckt, dann weiß man nie, ob man noch Pause hat oder ob er Pause gedrückt hat. Aber ich erkläre das nochmal ganz kurz, auch wenn das Finessi und viele Menschen da draußen und auch Shoyoka in ihrem Stream ein bisschen besser erklärt hat. Ganz einfach, für alle auch, die es jetzt noch nicht gehört haben in meinem Stream, J.K. Rowling unterstützt mit dem Geld, das sie von Hogwarts Legacy und von allem, wo Harry Potter draufsteht, mit diesem Geld. Was? Mit dem Geld von Hogwarts Legacy. Ich schwöre, es ist auch dieses Geld von Hogwarts Legacy. Das ist nicht von den anderen 900 Millionen Euro, die sie hat. Ne? Das ist nur mit dem Hogwarts Legacy Geld. J.K. Rowling macht quasi gerade ein Start-up und hat angekündigt, wenn ich hier 10.000 zusammenkriege, dann spende ich die. Das ist nicht so, als könnte J.K. Rowling jetzt schon einfach sagen, ihr habt da 10 Millionen, ich merke das gar nicht. Jeden Verkauf verdient sie mit, ja? Ja, nein, so. Wie viel denn? Gibt es da irgendwie Zahlen? Ist da irgendwie öffentlich, wie viel Produktionskosten, wie viel Gage, wie viel, keine Ahnung was, wie viel sie an Bonus kriegt, wie viel... Oder, gibt es da irgendwas? Oder hat man ihr die Rechte vielleicht schon abgekauft und sie kriegt einfach einen Festbetrag, egal wie viele davon verkauft werden? Oder also, ja, J.K. Rowling wird noch reicher. Bald knackt sie die Milliarde. Und wenn sie die geknackt hat, Alter, dann sponsert sie so eine Firma. Macht sie doch jetzt schon, oder? Ich weiß jetzt nicht, welche Unternehmen, ich kenne die nicht, aber also J.K. Rowling ist, glaube ich, reich genug, dass sie bis an ihr Lebensende einfach jedes Wochenende sagen kann, auch diese Firma sieht ganz nett aus, ihr habt da mal 100.000, macht was damit, oder? Mit diesem Geld unterstützt sie transfeindliche Organisationen. Gronkh hat gesagt, sie kriegt einen Festbetrag,
der sich nicht an der Verkaufszahl richtet. Ja, das ist halt immer eine Verhandlungssache, wie das nun läuft, ne? Kann man ja so und so regeln. Also wenn man so Verträge mit Firmen eingeht, ob man jetzt ein Influencer oder ein Kreativschaffender oder irgendwas ist, dann gehst du entweder dahin und sagst, ich will an jedem Verkauf so und so viel Prozent haben, oder du sagst, ihr gebt mir 10 Millionen Pfund, dann dürft ihr meine Figürchen benutzen und ich bin raus. Was ihr danach macht, das ist dann eure Sache, ist mir scheißegal, weil von Harry Potter gab es, glaube ich, auch von ganz vielen unterschiedlichen Entwicklerfirmen irgendwelche Spiele, oder? Und dann kann man das mal googeln hier. Harry Potter Games. Ich wette, J.K. Rowling hat da nicht mal die Hälfte von gespielt. Wahrscheinlich hat hier irgendwann jemand einen Controller in die Hand gedrückt und gesagt, hier, Joanne K., kannst du dir, kannst du mal gucken, was die Firma daraus gebastelt hat, aber ich wette, sie spielt das selber gar nicht, oder? Als ob die jetzt eine Gamerin ist mit ihren 60 Jahren oder was. Also es gibt Harry Potter Videogames, aber das ist nur diese eine Serie, ne? Diese Handy-Games und so, die zählen da gar nicht rein, oder? Weil es gab da ja noch ganz, ganz viele, glaube ich. Das ist hier, das ist sogar EA. EA und Lego. Na gut. Ach ja, hier, guck mal. Hier, das sind die Filmadaptionen, die sind von EA, glaube ich. Ne? Da gibt es dann zu jedem Spiel gibt's dann ein Video. Ach hier, guck mal. Dann gibt es hier noch Other. Da gibt es ein paar Lego Harry Potter Games. Dann gibt es hier irgend so ein Handy-Game sollte es geben, was irgendwie gemein war. Weil das, glaube ich, auch irgend so eine dumme Abzocke war. Das war auf jeden Fall irgend so ein unangenehmes Spiel. Ne? War das hier? Ein AR-Game. Ach, das war, glaube ich, dieses Pokémon Go mit Harry Potter, was dann irgendwie keiner mehr gespielt hat. Ne? Hogwarts Mystery. Ja, okay. Role-Playing-Video-Game ist so ein Handy-Ding. Ne? Aber ey, die hat so viele von diesen Spielen gemacht, die blickt da doch selber nicht mehr durch. Guck mal hier, Console and PC. List of Mobile Games. Auch nochmal hier irgendwie 20 Stück oder so, ne? Browser und Flash Games. Okay. Also, ne, und hier jeweils etliche Millionen verkauft. Das sind hier alleine. Nee, sind das alle hier? Also, wir können uns wahrscheinlich darauf einigen, dass das relativ egal ist. Ich glaube auch, J.K. Rowling hat wegen ihrer Bücher und Filme, da hat sie, glaube ich, keine Festbeträge, oder? Bei Büchern ist es, glaube ich, so ziemlich Usus, dass man sagt, je mehr Bücher verkauft werden, desto mehr kriegt der Autor. Ja? Deswegen, also ich glaube, J.K. Rowling hat einerseits solche Deals mit Festbeträgen, wo man einmal sagt, wie viele Millionen möchtest du, damit wir dieses Videospiel machen können. Und dann gibt es halt noch also die Bücher und die Filme, wo wahrscheinlich noch tagtäglich welche über den Ladentisch gehen. Also inzwischen kann man die wahrscheinlich auch ganz gut gebraucht kaufen, aber die Filme laufen regelmäßig noch im Fernsehen, da kriegt sie dann ja jedes Mal was. Dann kann man sich bestimmt immer noch die DVD- oder Blu-ray-Version holen oder irgendwo streamen oder so. Und dann, also ich denke mal, selbst wenn J.K. Rowling jetzt sofort auf 0 Euro fallen würde oder Pfund oder was weiß ich was, angenommen, die geht komplett pleite, die verschenkt das alles an irgendeine gefährliche Organisation oder so, was sie halt so macht, ne? Irgendwas komplett Bösartiges. Die sagt einfach, ich investiere dieses Geld jetzt in, ich schenke das jetzt einfach Monsanto, weil ich hasse Menschen oder irgendwie sowas. Ne, dann würde das wahrscheinlich nicht lange dauern, bis schnell ein Gehaltscheck kommt und sie halt wieder Millionär ist, oder? Also ich glaube, die kriegt durch ihre Tantiemen so viel, das ist scheißegal. Also die werden wir jetzt mit ein bisschen Aktivismus auf Twitch und auf YouTube werden wir J.K. Rowling nicht arm machen. Also das kannst du vergessen, dass du da irgendwie sagst, wir stoppen ihr den Geldfluss. Das geht nämlich nur bei kleinen Leuten. Das ist was, dieses ganze Canceln, eigentlich, wie soll man es nennen? Bourgeois macht oder prekariatsfeindlich, weil, ey, so ein YouTuber, der im Monat vielleicht 1.000, 2.000 Euro macht oder Streamer, wenn du dem an die Sponsoren gehst, ne, den kannst du platt machen. Bei dem kannst du dafür sorgen, dass der die Miete nicht mehr zahlen kann oder sowas. Aber J.K. Rowling, das ist, kannst den Geldhahn zudrehen, das ist egal. Ne, also, du kannst die Bauern alle weghauen. Die kannst du alle platt machen damit, aber ich glaube, arme Leute angreifen ist nicht so links, oder? Also die Reichen kriegst du nicht mit den gleichen Methoden. Du kannst J.K. Rowling wahrscheinlich auch irgendwie kränken oder kannst
dafür sorgen, dass sie schlechte Gefühle hat oder so, aber ey, ob dieses Harry Potter-Spiel jetzt 1 oder 10 Millionen Mal verkauft wird, das ist J.K. Rowling so egal. Sie weiß das wahrscheinlich nicht mal. Denkt ihr, sie macht so sich in die Twitter-Bio irgendwie, mein neues Videospiel wurde so und so oft verkauft oder so? Die kriegt das nicht mal mit. Die kriegt irgendwann eine Gehaltszahlung oder. Nee, das nennt man dann gar nicht Gehalt, ne? Das nennt man dann irgendwie Vertrag, bla, da kriegt einen Scheck und dann sagen sie hier. Frau Rowling, hier haben sie nochmal 10 Millionen, kaufen sich was Schönes und es ist so egal. Honorar, das Wort habe ich gesucht. Aber ja, viel Glück, Milliardäre zu canceln. Wobei es ist, noch ist sie nicht Milliardärin, aber na, ist auf einem guten Weg, glaube ich. Also wart mal noch ein paar Jahre, dann hat die ihre Milliarde zusammen. Außer sie spendet das alles an eine böse Organisation. Das kann ja auch sein, weiß man ja nicht. Faschistische Organisation. So, ich bin ein bisschen rausgekommen. Also, was für Organisationen? So. Mit diesem Geld unterstützt sie transfeindliche Organisationen. Okay. Du bist ein Tod dessens. Das bin ich nicht. Du blöde Drecksau. Danke, Young Moralapostel. Aber das lasse ich mir hier nicht sagen. Die Todesser sind Nazis. Ich habe noch nie jemanden als Schlammblut bezeichnet. Mir ist es egal, in welche Familie die geboren werden. Das Blut ist mir ziemlich egal. Wenn du noch mal mit sowas kommst, ne, wenn ich in Harry Potter mitgespielt hätte, ich glaube, ich wäre Sirius Black oder so, so vom Aussehen, ne? Der rasiert sich, glaube ich, auch nicht. Oder Hagrid. Aber er ist halt so groß. Faschistische Organisation. Ich glaube, vom Charakter wäre ich am ehesten Fred und George, aber mich gibt's halt nur einmal und die sehen halt nicht so aus wie ich, aber. Der kleine Bruder von Hagrid, ja. Argumentation kriege ich starke Schmerzen, Lul. Ja, also ich wüsste auch gerne welche. Der sagt jetzt auf, was die Organisationen machen, aber der sagt gar nicht, wie die heißen. Ich kann das gar nicht nachprüfen. Ich muss dem das jetzt einfach glauben, oder was? Also sie unterstützt mit dem Geld von Hogwarts Legacy. Sie hat gesagt, also an die anderen 90 Millionen gehe ich nicht ran. Aber wenn Hogwarts Legacy sich gut verkauft, mit dem Geld, damit mache ich das dann, oder wie? Also welche Organisation denn? Hast du einen Namen vielleicht? Dann kann ich die ja googeln und kann sagen, yep, okay, die ist ja echt ziemlich daneben oder so, aber ich weiß ja nicht mal welche. Die Menschenrechte abbauen wollen. Ja, welche denn? Es gibt dort draußen 100% Personen von euch, Harry Potter ist für euch die Kindheit, aber. Aber. Ach, das ist jetzt, der Punkt ist jetzt vorbei, oder wie? Ich schwöre, die macht, die unterstützt Organisationen, die wollen einfach die Hälfte der Weltbevölkerung töten. Aber ich weiß halt nicht mal mehr, wie die Organisation heißt, aber ich schwöre, die gibt's. Also, welche? Sag mir das doch, ich will Verweis auf irgendwas. Sag hier, da gibt's eine Doku über die oder hier ist ein Artikel oder das ist immerhin der Name und ich kann Wikipedia googeln. Sie unterstützt die Taliban. Na ah, dann. Es stimmt es? NSU auch? J.K. Rowling, J.K. Rowling hat soeben 100 Millionen an die ISIS gespendet? Ah, yes. Na, nein. RAF auch noch? Na, dann ist immerhin, also nicht ganz ausgeglichen. US Army nicht, nee, das ist eine gute Organisation, die. Also, die machen sowas nicht, sowas wie Agent Orange oder Atombomben oder so. Das sind die anderen. US Army sind die Guten, die machen das nicht. Aber ich wüsste einfach nicht, ich wüsste gerne welche. Nenn doch mal eine. Das ist kein persönlicher Angriff an ihn oder so, aber also die Argumentation ist irgendwie ganz schön löchrig, oder? Jemandem einfach nur vorzuwerfen, also gebt ihm kein Geld, ich schwöre, der macht das, weil vielleicht macht es ja, aber ich wüsste es halt gerne. Dann zeig doch mal. Wir wachsen weiter, Moral verändert sich. Sorgt nicht dafür, dass euer Geld zu so etwas wandert, weil dann könnt ihr auch direkt an die AfD spenden, das geht auch. Macht euch doch nichts vor. Bruder, du streamst auf Twitch und auf YouTube, oder? Ich weiß nicht, ob du schon mal Spotify angehört hast, bestimmt auch. Also da kannst du auch irgendwelche Ketten ziehen. Ich glaube, du kriegst bei Twitch, glaube ich, Geld über PayPal, vielleicht, oder? Weiß ich nicht, ich will nichts unterstellen, vielleicht hat er PayPal aus, aber also ich gehe mal davon aus, dass er wie die meisten Leute bei Twitch. Ich gucke einfach mal hier rein. Hat der nicht hier sein. Hier hat er bestimmt sein Twitch verlinkt. Guck mal da. Ey, der hat Twitter verlinkt.
Also bei Twitter, der aktuelle Chef ist Elon Musk. Wenn du bei Twitter einen Account hast, dann unterstützt du Elon Musk, oder? Oh, oh, der soll auch ganz schön schwierig sein, ne? Der hat auch hier schlimme Sachen gemacht. Der hat hier Support. Hier, klicke ich mal drauf. Stream Elements. Kann ich PayPal spenden? Oh, oh, PayPal ist auch Elon Musk, ne? PayPal ist nicht nur Elon Musk, PayPal ist auch Peter Thiel. Ich wollte es ja nur gesagt haben. Ich habe immerhin einen Namen, ne? Peter Thiel, kannst du ja mal googeln, was der so macht. Ne? Also Peter Thiel hat, glaube ich, auch... Hat Peter Thiel nicht auch schon mal an die AfD gespendet? Oh, oh. Oh, die Kette. Oh, oh. Ne? Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Also ich finde Google und Amazon finde ich natürlich klasse. Ich liebe YouTube und Twitch. Ich benutze auch PayPal. Aber Peter Thiel mag ich trotzdem nicht. Und Elon Musk? Naja. Naja, ne? Der kann von mir aus auf den Mars fliegen. Boah, das ist nämlich genau das. Es ist nichts Lebenswichtiges. Es ist so nicht notwendig, nicht lebensnotwendig für euch. Das ist auch nett, dass du das entscheidest, was lebensnotwendig ist, oder? Das finde ich immer sehr sympathisch, wenn Leute sagen, pass mal auf, also folgende Sachen sind lebensnotwendig und folgende nicht. Harry Potter ist nicht systemrelevant. Das weißt du doch nicht. Gut, du bist halt nicht tot, wenn du keinen Harry Potter mehr guckst. Was ist, wenn Harry Potter deine absolute Lieblingsserie ist? Jemals. Was ist, wenn du Cold Mirror bist? Hm? Cold Mirror kriegt eine ganze Menge Geld über Harry Podcast, oder? Also hätte Cold Mirror einfach nichts, was mit Harry Potter zu tun hat, noch auf dem Kanal oder würde das sagen, ich boykottiere das jetzt, ich mache das nie wieder oder hätte es vielleicht schon damals nicht gemacht. Ich glaube, dann wäre die heute nicht so groß, ne? Also, es gibt von Cold Mirror ein Interview, wie sie gesagt hat, dass sie mal schwer depressiv war und dann hat sie aber super viel Harry Potter gesuchtet und konnte sich damit ablenken und hatte eine schöne Zeit damit und sie hat, glaube ich, mal gesagt, Harry Potter hätte ihr das Leben gerettet. Also, kann man das noch googeln? Cold Mirror Harry Potter Leben. Ist, glaube ich, Klickzoom oder so gewesen, ne? Ich guck das, ich geb's direkt bei YouTube ein. Hier, Klickzoom, Cold Mirror Harry Potter. Ich will ihm das nicht vorwerfen, dass er das wissen muss oder so, aber... Ah ja, hier. Ja gut, der Titel ist ein bisschen anders. Noch ein bisschen drastischer, aber ich meine, in dem Video hat sie unter anderem gesagt, dass Harry Potter einer der Gründe war, dass es nicht so weit gekommen ist. Und dass sie sich damit noch irgendwie eine nette Zeit machen konnte. 12 Jahre her, muss man nicht kennen, ist ja auch egal, aber ey, es gibt Leute, die haben ein relativ unangenehmes Leben und dann haben die so eine Lieblings-Franchise, Spieleserie, Filmeserie, was auch immer und können sich damit ein bisschen aufheitern und den Tag ein bisschen angenehmer machen. Und denen jetzt einfach zu sagen, nee, du brauchst das eigentlich nicht, also... Was soll man denn machen? Nur noch irgendwie Essen und Trinken kriegst du noch? Heizung darfst du auch noch? Ey, aber Entertainment? Ich suche aus, welches Entertainment du konsumieren darfst oder nicht. Also was ist das denn? Hier werden Klimmzüge redeemed, aber ich glaube, ich mache die nicht, weil die sind für euch eigentlich nicht lebensnotwendig. Ihr habt hier Kanalpunkte ausgegeben, aber was sagt der Chat? Eigentlich ist nicht lebensnotwendig, dass ich das mache, oder? Was soll's, ich mach's trotzdem. Ach, direkt 3. Na gut. Na gut. Na, ich scam euch doch nicht. Wenn ihr hier Kanalpunkte reinhaut, dann wird doch geliefert. So, weiter geht's. Schon 3 Monate fühlen sich an wie 2. Imp ist überlebensnotwendig. Ja, vielleicht. Also ich fände es ein bisschen arrogant, den Leuten irgendwie vorschreiben zu wollen, was für ihr Leben wichtig ist und was nicht. Danke an die 2 mystischen 3. 3. Monat. Mir ist was eingefallen, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Das ist immer blöd, wenn man wen zitieren will, aber das ist nicht meine Aussage. Das war im Sinne von, glaube ich, Lockdowns und so. Es wurde gesagt,
Kunst und Kultur sind kein Nahrungsmittel, aber ein Lebensmittel, weil sie für Lebensqualität sorgen. Ne? Es wäre ja langweilig, wenn man einfach nur ein bisschen Essen reinschaufelt und irgendwie durch den Tag kommt. Also dann kann man auch im Knast sitzen oder so. Ne? Das ist ja kein schönes Leben. Es stimmt, also man ist jetzt nicht unbedingt, ne, man kippt jetzt nicht direkt um, sobald man das nicht mehr hat, aber das macht doch das Leben deutlich lebenswerter. Je nachdem, wie viel Zugang man dazu hat und wie wichtig einem das ist. Aber manche Leute, glaube ich, die hätten schon ein paar psychische Probleme, wenn die keinen Zugang zu Kunst oder Kultur hätten. Weiter im Text. Euch auf dieses Spiel zu benutzen, zu spielen, was weiß ich, ihr könnt das einfach umschiffen. Euer Pile of Shame ist immer so immens groß. Jede zuschauende Person seit 5 Jahren in meinem Stream sagt, oh ja, ich muss noch ganz viele Spiele spielen. Dann nutzt die Zeit, die ihr für Hogwarts Legacy eingeräumt habt, was ihr eh nicht gemacht habt, weil kaum eine Person kenne ich, die das macht, außer vielleicht ein paar Diehards, die sich dann Urlaub sogar nehmen, um das Spiel zu zocken und durchzusuchten. Nutzt das. Ich habe einen Lifehack für euch. Wenn ihr einfach kündigt, dann habt ihr viel mehr Zeit für Videospiele. Und ihr könnt ja auch einfach Bürgergeld oder so kriegen. Ich meine, euer Arbeitsplatz ist ja eigentlich nicht überlebensnotwendig. Ihr könnt ja auch einfach, ne, vom Bare Minimum euch einfach, einfach essen und Wohnung kann ja das Amt oder so und dann könnt ihr einfach, dann habt ihr genug Zeit, euren Pile of Shame durchzuzocken und dann könnt ihr nach ein paar Jahren sagen, yes, hat sich gelohnt. Ich habe all diese Spiele durch. Komplett geil einfach. Guck mal, Steam, 300 Spiele alle durch. Hammer. Um andere Spiele zu spielen. Spielt Dead Space das Remake, wenn ihr Horror mögt. Hey, spielt nicht das Spiel, was ihr spielen wollt. Spielt das Spiel, was ich gerne spielen würde. Death Stranding, wenn ihr was Melancholisches mögt. Was weiß ich, welche Epic Games Spiele es gerade kostenlos gibt. Macht das. Okay. Spielt die 300 Spiele, die sonst in eurer Bibliothek auf Steam. Wird sich das ja auch an 300 gedacht hat, weil ich habe, glaube ich, 700 oder so. Ich habe mir immer so Humble Bundles und so geholt. Okay. Anstelle doch jetzt auf Hogwarts Legacy zu plädieren. Hä? Ist das wichtig für mich? Es ist nicht wichtig für dich, aber es ist wichtig für die. Es ist gut, dass du besser weißt, was wichtig für Gronkh ist als Gronkh selber. Sympathisch. Und schick mir doch bitte keine E-Mails deswegen. Doch, schickt E-Mails. Doch, geht dem auf die Nerven und sagt Gronkh, ich hab 10 Jahre habe ich deinen Kanal geguckt, aber jetzt hast du dieses eine Spiel gespielt. Oh nee. Oh. Das war der Clip. Das war der Clip. So Leute, schickt ihm ganz viele E-Mails, wo ihr sagt, Gronkh, ich bin enttäuscht. Unfollow. Das war der Clip. Oh. Investiert die 60 Euro in Queer Lexikon, spendet an. Die Nachricht links in seinem Chat. Welche? Selbst wenn ihm J.K. Rowling egal ist, unterstützt er doch trotzdem den Antisemitismus, da das im Spiel ist. Ich dachte, das hat ja nicht mal er gesagt. Ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich habe auch keinen Trailer gesehen. Geht es wieder um die Goblins? Bei Harry Potter in der Bank sitzen Goblins und die haben so lange Nasen. Ne? Und da gab es dann mal Leute, die gesagt haben, oh, in der Bank machen was mit Geld, lange Nasen, Dog Whistle. Ist es das oder ist da noch mehr drin? Also, ich habe die Filme geguckt. Ich habe den einen Teil habe ich ein Videospiel mal gespielt. Das habe ich dann in einen Verkaufsladen gebracht, weil ich es irgendwie langweilig fand. Aber ich glaube, war der zweite Teil oder so. Das habe ich auf GameCube gespielt. Ich weiß nicht mal mehr, ob es der zweite oder der dritte war. Aber ich habe irgendein Harry Potter Spiel auf GameCube gehabt und es war ja so mittel. Aber also, was, Bruder? Ja, aber ihr meintet den, oder? Oder meint ihr einen anderen Kommentar? Ich nutze den gelben Schein, um Games zu zocken. Ja, kann man machen. Das war der Clip. Investiert die 60 Euro in Queer Lexikon. Spendet an. Investiert die 60 Euro in. Könnt ihr doch an die Organisation spenden, die ich ausgesucht habe? Ja, könnt ihr machen. Aber wenn nicht. Vor allem, was ist das denn überhaupt? An was soll ich da, an das Queer Lexikon? Ist das dann so ein Wikipedia für Queerness oder so?
Okay, das ist hier verlinkt. Ich guck da mal rein. Was machen die? Lasst uns 2023 weiter queer lexikonieren. Wäre cool, wenn ihr so einen Großspender hättet, irgendwie so eine Buchautorin oder so. Dann wäre das ganz schnell voll. Na gut, das Queer-Lexikon, was wollen die machen? Haben die? Ich kenne die nicht, deswegen weiß ich nicht, was die. Okay, hier über das Projekt. Das ist eine Online-Anlaufstelle. Okay. Also es ist so eine Art Wikipedia oder was? Es ist hier verlinkt. Das ist das Queer-Lexikon AT. Ich glaube, da war ich schon mal drauf, um mir eine Flagge anzugucken, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die waren oder ob das. Waren die das? Ja. Okay. Welches war da? Apora und so? Ja, genau. Guck mal, warte, ich kann mal gucken hier. Apora Gender oder so. Das hatte ich in der Flaggentierliste, hatte ich da welche von drin. Nicht? Okay, dann war das ein anderes, aber ich habe, glaube ich, irgendeine Flagge mir von da angeguckt. Und Lexikon, okay, da kann man sich das hier angucken. Dann gibt es ein Glossar. Ja, kann man ja machen, aber also gut, die haben hier nicht irgendwie noch, es ist nicht Wikia oder sowas. Es ist auch nicht so ein, wie heißt das, WordPress oder so, sondern die haben schon einen, die haben anscheinend einen Server irgendwo oder zahlen zumindest Geld für eine Domain. Ja, und tragen da halt was ein. Aber also wie ich wüsste gerne, wie sich das Geld berechnet. Also warum brauchen die jetzt 55.000, damit die da Mitarbeiter hinsetzen können, die so Wiki-Artikel schreiben und irgendwie Bildchen einfügen und sowas? Na gut. Ja, kann man ja machen. Also ich glaube, ich spende denen nicht. Aber weil auch also dieser Betrag, der hier steht, so viel Geld habe ich noch nie auf meinem Konto gehabt. Deswegen glaube ich denk erst an mich und wenn ich dann die 900 Millionen Euro mit meinem Fantasy-Roman zusammenkriege, dann spende ich da, glaube ich, ein bisschen. Aber mal gucken. Eine Organisation, die sich für Transmenschen einsetzen, sowas. Mhm. Aber lasst euer Geld nicht zu solchen Sachen wandern. Außer euch ist das egal, aber dann wollt ihr quasi, dass die tot sind, glaube ich. Ja? Und nochmal, es gibt hier kein Abschalten, es gibt hier kein Egalsein. Mit dem Kauf seid ihr politisch. Mit dem Kauf weil seid ihr dieses, schon. Okay, was ist, wenn ich es ausleihe? Dieses, der Kauf dieses Spiels wandert direkt in die Taschen einer Person, die es für. Ich habe eine Alternative, also wenn ihr das unbedingt spielen wollt, aber ihr wollt J.K. Rowling nicht mit Geld unterstützen, dann geht ihr in Saturn eurer Wahl und Achtung, teure Satire-Sendung nicht machen, das ist nur hypothetisch. Ihr könntet eventuell in einen Laden gehen, wo das Spiel im Regal steht und dann klaut ihr das. Nicht machen. Aber dann, wenn ihr das einfach machen würdet, dann würden die irgendwann sagen, hey, hallo Frau Rowling, ihr Spiel wird außerordentlich oft geklaut. Wir haben da quasi keinen Umsatz mitgemacht. Das nächste kaufen wir nicht. Also ihr klaut da einfach alle Exemplare, die ihr kriegt. Und ihr könnt das dann, ich weiß nicht, ob man, wahrscheinlich muss man das inzwischen mit so einem Code irgendwie aktivieren oder so. Aber vielleicht kann man dann das heimlich spielen. Dann zieht man vorher das Internetkabel oder so, damit das auch keiner mitbekommt. Vorher PC neu aufsetzen. Dann kann man das durchspielen und dann das PC nochmal neu aufsetzen und dann das Internetkabel wieder rein. Weil dann habt ihr das halt heimlich gespielt, aber dann nie drüber reden. Ne? Also nicht, dass das irgendwie Werbung ist oder so, heimlich einfach. Also, das könntet ihr machen. Oder warum spielt ihr nicht einfach so die alten GameCube- und PlayStation-Teile? Die kann man noch als CD einfach klauen oder kaufen oder so, aber da unterstützt ihr dann einfach wahrscheinlich irgendeinen kleinen An- und Verkaufladen. Ich glaube, da geht dann nichts mehr an die Hersteller. Ja. Menschenfeindliche Politik ausgibt. Aber ich habe ja nur ein begrenztes Kontingent an Geld. Also ich wüsste gerne, wenn ich jetzt angenommen 100 Euro jeden Monat übrig habe, den ich spenden kann, warum, oder 60, er hat ja gerade 60 gesagt, wenn ich 60 Euro habe, warum sollte ich die 60 Euro dann an das Queer-Lexikon spenden und nicht an WWF oder UNICEF oder Viva Con Agua oder sowas. Also wie suche ich aus, was ich habe ja nicht unendlich viel. Ich finde so Panda-Bären retten oder so kann man ja auch machen oder Obdachlosenhilfe oder irgendwie was gegen den Welthunger oder so. Also warum soll ich meine 60 Euro lieber an Leute geben, die ein kleines Internet-Wiki erstellen? Das können die natürlich gerne machen, so von mir aus, aber
Also warum brauchen die meine 60 Euro mehr als die Organisation, die Afrikanern einen Brunnen bauen möchte? Oder die sich dagegen einsetzt, dass der Regenwald abgebrannt wird oder so. Warum sollte ich die 60 Euro, die ich ja ne, zur Verfügung habe, lieber an irgend so ein Lexikon geben? Weiß nicht, ob mir das wer erklären kann, aber es, ja, wie gesagt, ich kann ja nachher mal meine Freunde fragen. Ich habe, wie gesagt, ich habe Freunde, die trans sind und Harry Potter mögen. Ich kann ja mal fragen, wie das so ist, weil ich glaube, also was das Thema angeht, die Trans-Leute selber waren mir manchmal sogar ganz sympathisch, aber die Allies, ja, die Cis-Leute, die Trans-Ally sind, also die waren mir jetzt öfter mal ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Aber nicht die Trans-Leute selber. Die sind, also, die sollen so leben, wie sie wollen, und die mag ich auch manchmal, ne? Im persönlichen Gespräch sind die dann manchmal ganz nett, aber so die Allies. Ist ein bisschen wie mit Konvertiten oder so, ne? Die müssen dann immer noch mal einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, auch die Gewalttaten, die es teilweise ja gab, das waren, glaube ich, auch mehr Allies. Aber es ist ja nur so eine grobe Beobachtung. Tut mir leid. Es gibt Statements, dass J.K. Rowling sich in ihren Ansichten bestätigt fühlt bei jedem Kauf und bei jedem Schauen, nicht bei Schauen, aber bei Kaufen von diesen Spielen. Ich glaube nicht, dass sie das weiß, aber habe ich ja schon gesagt. Ich glaube, es ist ihr wirklich komplett egal. Sie hat andere Sachen zu tun. Die fühlt sich dadurch bestätigt. So wandelt die das in ihrem Kopf um. Damit habt ihr auch die moralische Unterstützung für eine Person geschaffen, die man nicht unterstützen sollte. Weder finanziell noch moralisch. Ja. J.K. Rowling. Ich hoffe, es gibt dann, wenn J.K. Rowling und Gronkh und ich hoffe noch ganz viele andere, alle Persona non grata sind, so ein Soli-Konzert. Wir sind weniger. Hier sind die 10 Leute, die noch nicht aus der Gruppe geekelt wurden. Wir hätten gerne Musikprogramme, aber leider hat jeder von denen schon mal irgendwann was Problematisches gemacht. Deswegen stehen wir hier jetzt mit 10 Leuten und schweigen. Weil alle Leute, vor 10 Jahren mal einen gemeinen Witz gemacht. Und der hat Harry Potter gelesen und der hat sich nicht distanziert, obwohl er wusste, Das Geld, das sie aus Harry Potter Merchandise... Also ich würde mich natürlich freuen, wenn du bei unserer Veranstaltung mitmachst. Aber ich habe hier gerade mal deine Social Media gecheckt. Und also von den 300 Leuten, denen du folgst, da ist auch Gronkh noch mit bei. Ne? Sorry, also ich kann mir leider nicht... Ist leider nicht tragbar hier. Tschüss. Adaptionen etc. bekommt, um faschistische, menschenfeindliche Organisationen zu unterstützen. Again, kein Name. Trust me, Bro. Ich schwöre, die macht das. Ich weiß nicht, welche, aber ich weiß, dass die böse sind, aber ich sage nicht, welche. Punkt. J.K. Rowling unterstützt die Taliban. Punkt. Keine Quelle. Und wenn ihr dann Hogwarts Legacy oder was mit Harry Potter kauft, seid ihr... Das geht direkt an Bin Laden, das Geld. ...damit nicht mehr unpolitisch und es ist egal und ihr wollt nur genießen. Nein, ihr habt euch aktiv für eine Seite damit entschieden. Ja. Und nein, wahrscheinlich gab es Personen, die das gesagt haben. Manche Leute sind halt emotional bei diesem Thema, weil sie betroffen sind von dem Hass. Es ist halt auch wieder so ein... Kein Millimeter nach Hogwarts. Ich lache mehr, als ich sollte, sorry. Danke, Metaproto. Danke für 100 Bits. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ist ja auch egal. Ach ja, ich meine, das ist wieder so wie der CO2-Fußabdruck, ne? So auf den Einzelnen gucken. Ich weiß, die Industrie macht gerade das und das. Aber du hast bis heute mit dem Auto gefahren. Du Arsch, du bist schuld am Klimawandel. Ja, ich weiß, die machen schon wieder Brandrodung und sowas. Und ich weiß, dass schon wieder irgendein Dieseltransporter ist, der Dieseltank ist wieder umgekippt. Aber du, also Wichser, bist letztes Jahr in Urlaub gefahren. Du, also ich hasse dich. Was ist denn dein CO2-Fußabdruck? Also meiner ist 5 und deiner 6. Da können wir leider nichts mehr miteinander zu tun haben. Das ist... Ja, okay. Ach, du hast mal Hogwarts Legacy gespielt, du Schwein. Ihr seid damit nicht direkt transfeindlich. Das macht's aber nicht besser. Ja, aber passiv. Es ist trotzdem scheiße, das zu unterstützen. Ja. Tut es doch einfach nicht. Ihr habt so viel auf eurem Pile of Shame. Es gibt so viele andere Fantasy-Welten. Es gibt so viele andere Fantasy-Bücher.
die manchmal auch kritische Sachen äußern, zeigen. Ja, weil alle irgendwie kritische Sachen äußern, weil das ja auch subjektiv ist, was kritisch ist. Meine Güte, da wurden ein paar Millionen Exemplare von verkauft, von diesen Harry Potter Videospielen, von den Büchern wahrscheinlich, weiß nicht, 1 Milliarde oder so, wenn du alle irgendwie zusammenzählst. Wow, vorher gab es einen Shitstorm von Christen. Joshua Weseli, können wir mal hier gucken. Weselis Harry Potter, die haben auch ein Problem damit. Ganz anderer Grund, aber nee, ist nicht Weasley. Naja, hier, das hier. Die Gut, hätte ich mir denken können. Aber hier, Weselis Harry Potter. Warum ist... warum habe ich Adolf Hitler, der Schach spielt, auf meiner Startseite? How good was Adolf Hitler at chess? Okay, apropos, ne? Die Bobby Fischer Schachspiele, die werden immer noch analysiert von guten Schachspielern, von Hikaru und von diversen anderen. Da wird auch immer gesagt, ey, Bobby Fischer, übelst geiler Schachspieler. Googelt den mal, guckt mal den Wikipedia-Artikel von Bobby Fischer, was der so gesagt hat. Da ist einiges dabei, das geht, glaube ich, noch eine Runde über J.K. Rowling. Ich habe in letzter Zeit viele Schachvideos geguckt, das muss hier Zufall sein. Das hat, also ich habe nur den einen Teil gesucht. Ich habe nur Schachvideos geguckt. Aber hier haben wir direkt 3 Stück No-Go-Filme für Christen. Das hat nichts mit Harry Potter zu tun, wird trotzdem angezeigt. Aber hier oben darf man als Christ Harry Potter schauen, viele sagen nein. Ja, und das hat mir wer anders gepostet, das war aber Englisch. Aber könnte jetzt Hand in Hand gehen, dieses geile Meme, ne, wo so diese 2 muskulösen Arme so drücken. Also die Mango-Community und die Zeugen Jehovas-Community sind jetzt einer Meinung, dass man Harry Potter auf jeden Fall nicht gucken darf. Doppelmoral, der Typ kritisiert Harry Potter und sieht aus wie Daniel Radcliffe. Ich distanziere mich von diesem gemeinen Kommentar. Danke sehr, Pennywise. Ich frage mich, ob Daniel Radcliffe auch jetzt böse ist, weil ich meine, der hat Harry Potter gespielt, bevor J.K. Rowling diese schlimmen Sachen gesagt hat, aber er hat bestimmt auch nicht hinterher gesagt, ich schäme mich dafür, dass ich das Gesicht von Harry Potter bin oder so, ne? Hat Daniel Radcliffe eigentlich schon 60 Euro ans Queer-Lexikon gespendet? Ich glaube nicht, oder? Eigen und abbilden, aber nicht im gleichen Maße wie Harry Potter. Lest euch ein, das Ding trieft, und wenn ihr davon nicht sensibilisiert seid und es nicht gemerkt habt, macht euch auch keiner einen Vorwurf. Es ist okay. Vor 2 Jahren hätte ich Harry Potter gelesen können und es wäre auch so viel über meinen Kopf. Aber dann bin ich konvertiert, jetzt geht das nicht mehr. Weggeflogen. Okay. Aber wir hören marginalisierten Gruppen zu, betroffenen Gruppen und... Ja, mach ich auch. Wow, in meinem Freundeskreis gibt's einen NB-Boy, der hat sich die gleiche Jacke gekauft wie ich. Ich habe die mal ausgeliehen und er fand die gut. Und eine Woche später haben wir uns wieder getroffen und da war ein Harry Potter Aufnäher hier so auf der Brust mit einem so einem kleinen süßen Harry mit einer kleinen Eule und einem Zauberstab und so. Ne, habe ich gesagt, ey, du gehst doch immer so zu CSDs und so. Ich dachte, J.K. Rowling ist böse und dann hat er gesagt, ja, aber Harry Potter ist ja trotzdem cool. Ne, man muss auch ein bisschen Kunst und Künstler trennen. Was jetzt wieder sich bestätigt in, ne, die queeren Leute sind oft ganz cool, aber die Cis-Allies, die sind manchmal so ein bisschen, okay, weiter geht's. Und die sagen, das ist nicht gut. Wir sollten Daniel Radcliffe canceln, weil der in Imperium mitgespielt hat. Was ist das? Das habe ich nicht mitbekommen, aber ja. Danke, McMolly, MC Molly. Ich weiß nicht, wie es ist. MC, ne? Wenn das C groß ist, MC. Ja, also, was soll denn immer dieses, wir hören den Gruppen zu und die sagen? Haben die einen Zentralrat, wo man irgendwie nachschauen kann oder was? Gibt's da ein Regelwerk? Also, ich habe einem zugehört, der sagt, ist okay. Du hast einem zugehört, der sagt, ist nicht okay. Also, welcher denn jetzt? Es gibt ja keinen. Das ist ja was ganz Individuelles. Oder? Also, was ist das? Die marginalisierten Gruppen, das ist ja noch ungreifbarer als die Wissenschaft oder so. Ja, manche in der Gruppe finden das doof und manche nicht. Ich weiß halt noch, wie man letztes Jahr gesagt hat, dass man als Weißer keine Dreadlocks haben darf, weil man sagt, die Schwarzen wollen das nicht.
Aber ne, wenn ich durchs Viertel gehe, wo sehr, sehr viele Schwarze wohnen und ich selber damals welche gehabt hatte oder auch jetzt noch mit Freunden rumgehe oder Freundinnen, die welche haben, dann rufen Leute über die Straße und sind positiv. Und man denkt so, welchen von denen tue ich jetzt damit weh? Oder meine Freundinnen, die mit Dreadlocks durchs Viertel gehen und wo dann irgendwelche Leute ein nettes Gespräch anfangen und das cool finden. Tut denen das weh? Also was? Wer entscheidet das? Wie viele? Wie vielen tut es weh? Also, hä? Was soll das? Also, ich glaube, der Mango ist gar nicht selber Teil einer marginalisierten Gruppe, oder? Er hat ja gerade gesagt, er hört denen zu. Also er stellt jetzt Ansprüche für andere Leute und halt auch einfach so kollektiv für eine Gruppe von Leuten, wovon sich manche anscheinend an Harry Potter oder J.K. Rowling stören und manche nicht. Aber wie funktioniert das? Ich weiß nicht. Also wenn das sowas ist wie Schwarze wollen das N-Wort nicht hören oder nicht, dass du das benutzt. Ne? Dann Blitz auf die Stirn malen. Ich kann sonst nicht ruhig einschlafen. Ich hab hier schon. Ich hab diesen Witz früher manchmal gemacht, wenn ich gefragt wurde, wo die Narbe herkommt. Da habe ich gesagt, Voldemort hat mich abgeschossen mit seinem Blitz. Aber das sage ich jetzt nicht mehr. Es tut mir leid. Na, danke Pennywise für 200 Bits. Ich sage jetzt einfach, dass ich Charles Manson bin und das Tattoo mit einem Messer weggeschabt habe. Dann es kommt, glaube ich, besser an. Ach, keine Ahnung. Aber wenn es sowas ist, wo man wirklich sagt, ey, guck mal, das ist irgendwie... da gibt es kaum wen, den ich kenne, der es cool findet. Da ist wirklich ein Großteil der Gruppe beleidigt oder sauer. Aber wenn man das einfach behauptet und man macht aber die gegenteilige Erfahrung, also wem soll ich dann glauben? Soll ich dann jetzt den queeren Leuten glauben, die mir persönlich ins Gesicht sagen, dass J.K. Rowling zwar irgendwie privat schwierig ist, aber Harry Potter eine schöne Geschichte ist? Oder soll ich irgendwem anders glauben, der sagt, ey, eine Person, die du noch nie gesehen oder gehört hast, ich schwöre, die will das nicht. Ja, so weiß ich nicht. Mangos kommen aus Indien und haben eine schlechte CO2-Bilanz. Ich unterstütze da lieber Imp mit meinem Geld. Ihr könnt ja auch mal mir 60 Euro geben. Ich schwöre, ich steck das in Miete und Lebensmittel. Sowas halt. Ja, danke für 100 Bits, Rollo. Ich meine auch das Wort Trap habe ich auch damals in einem schwierigen Kontext mitbekommen, was Transpersonen angeht, ne? Im Internet. Kann man ja mal googeln. Also The Mango fände ich noch in Ordnung, aber also Trap? Trap ist schon ein Dog Whistle, oder? Ich weiß nicht, ich frage mal an den Chat, wüsstet ihr was, wenn man ein Bild von einer Frau sieht? Und jemand schreibt, dass sie eine Trap ist. Wüsstet ihr, was damit gemeint ist? Einfach nur mal, um zu wissen, ob das vielleicht ist das ja auch Nischenwissen oder so. Wenn man viel im Internet ist, ja, die meisten sagen ja, okay. Könnte man wissen, oder? Also, was ist das? Wie drücke ich das am besten aus? Also, schon vor Jahren gab es ja Frauen, die weiblich gelesen wurden, aber wenn sie dann nackt sind, dann sieht man da so ein Organ, was eher männlich gelesen ist. Und dann gab es Geschichten von Leuten, die meinten, sie hätten mal mit einer Frau rumgemacht und dann hat sie plötzlich dieses männlich gelesene Organ präsentiert. Wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen eine Trap, weil erstmal denkt man, oh geil, möchte da rein und dann stellt man fest, ah, da geht's ja gar nicht rein. Ne, deswegen. Ich zitiere nur. Ich weiß nicht, ob das auch in diesem Lexikon steht, aber das habe ich zumindest mal so aufgefasst. Urban Dictionary oder so steht's bestimmt drin. Kriegen das ab. Es ist besser, wenn wir es sein lassen. Hm. Und was wäre ich denn für ein Arsch, wenn ich da stehe und sage, ja, ich möchte aber trotzdem Harry Potter zocken, weil ich habe ja einfach Lust darauf. Ja, dann mach's halt nicht. Es gibt eben Leute da draußen, denen es nicht egal sein kann, weil das ihre Identität ist. So enttäuscht, wirklich. Also ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe ja neulich das Video geguckt von der Hessenschau, wo diese eine arme Frau traumatisiert war, weil sie Avatar geguckt hat. Und jetzt gibt's Leute, deren Identität dadurch zerstört wird, dass ich Harry Potter spiele. Ich bin mir nicht sicher, welches Problem ernst zu nehmen da ist.
Ich vermute, es gibt da sowas wie Krieg und Klimawandel, was noch ein bisschen mehr Identitäten bedroht, aber also es tut mir leid, wenn ich jemals Harry Potter gespielt habe. Das ist das Problem, wo wir unsere ganze Energie und unser ganzes Geld reinschicken sollten. Scheiß auf Viva Con Agua, spendet lieber an dieses Lexikon. Kronk, so lange geschaut. Aber es gibt bestimmte Dinge, wo du dich nicht hinstellen kannst in deinem Privileg. Eine ja. große streamende Person zu sein und sich einfach. Übrigens, apropos BuzzFeed, sagt mir, ich bin nicht privilegiert overall. Also ich darf, ne? Also ich bin da ganz knapp unter der Grenze, weil ich bin immerhin so, ne, ich habe einen Bart und so, die Haut ist relativ hell und so. Aber ich habe nicht alle Privilegien, das wollte ich nur nochmal betonen. Und wenn BuzzFeed schon nicht sagt, dass ich nicht privilegiert bin, ne? Also. Das waren zwei Nichts, aber also ihr wisst schon, wie es gemeint ist. Stellen und sagen, mir egal. Ich finde, es ist die Pflicht eines großen Influencers, der übrigens mit Frank... Es ist oberste Bürgerpflicht. ...die Feier-Trans-Organisation unterstützt. Ja! Also, Gronkh nutzt seine Reichweite, um damit Geld zu machen und das Geld an eine Trans-Organisation zu spenden. Aber wenn der dann ein Spiel spielt von einer Person, die das nicht macht, also er könnte ja auch dieses Hogwarts-Spiel spielen und dann das Geld an die gleiche Organisation nochmal spenden, aber du bist zwar ein guter Mensch, aber nicht gut genug. Ach, Junge. Die ihn jetzt auch ins Gesicht spuckt, wenn er das streamt. Genau. Ja. Der macht jetzt wahrscheinlich, der geht jetzt zur Bank, ne, und sagt, all diese Transaktionen hier an die Trans-Organisation, die würde ich gerne wieder zurücknehmen. Ich wette, Gronkh hat das gemeint eigentlich mit dem Video. Er hat es nicht so gesagt, aber ne, Gronkh hat schon, ist schon auf dem Weg zur Bank und sagt, folgende Organisationen, bitte können wir es rückgängig machen. Es ist ein fucking Privileg. Du hast, nehme ich mal an, viel mehr Geld, kriegst alle Spiele gratis. Aber dann kann man doch von dir... Also ne, hat er keine 60 Euro ausgegeben für das Spiel, wenn er es gratis kriegt. Kauft sich trotzdem welche, I don't know. Aber möchte dann ein Spiel... Aber ey, Gronkh ist auch Multimillionär, glaube ich, oder so lange, wie es den gibt und so viele Zuschauer, wie der hat. Also, das ist bei dem auch ziemlich egal. Der könnte von heute auf morgen aufhören und könnte sich wahrscheinlich ein Eigentumshaus auf Madeira oder was sonst wo kaufen und sich ein schönes Leben machen. Also auch wenn du Gronkh jetzt boykottierst, selbst wenn der gelöscht würde, der hat ja trotzdem eigentlich gute Chancen, danach sehr, sehr schön weiterzuleben. Nicht spielen, weil er hat da Bock drauf. Ja. Wenn du eine Reichweite von 30.000 ZuschauerInnen jeden Freitag hast, naja, jetzt wo ihr versucht habt, den zu canceln, 40.000, aber ich sag's ja nur, ne? Man kann das auf den Statistikseiten nachsehen. Dann ist es doch das Mindeste, wenn du dich für Menschenrechte einsetzt. Wenn du dich hinstellst und sagst, Leute. Wenn du Harry Potter spielst, dann setzt du dich nicht für Menschenrechte ein. Okay. Wisst ihr noch damals, wie J.K. Rowling gesagt hat, dass wenn sie jetzt noch ein bisschen mehr Geld kriegt, dass sie sich dann ein Gewehr holt und dass sie dann anfängt, auf Leute zu schießen, die ihr nicht in den Kram passen? Also. Liebe Zuschauer, liebe Community, ihr solltet Hogwarts Legacy nicht spielen. Dann wäre die Welt ein besserer Ort. Ey, wisst ihr, an wen er mich erinnert? Moment, hier. Also, nur von der Argumentation, ne? Hier, aber... Ich weiß nicht, ob ihr den hier noch kennt. Bitte, wenn ihr Musik hört. Wenn ihr Harry Potter spielt oder in Streams geht, wo Harry Potter gespielt wird, wallahi versucht da rauszukommen. Oder Musik macht, wallahi versucht, Barakrofik, versucht ganz schnell da rauszukommen. Versucht ganz schnell da rauszukommen. Na, ich weiß nicht, wer das kennt, aber ne, das ist ehemaliger Musiker und plötzlich sagt er da Musik nicht mehr. Meine Religion sagt nicht mehr Musik. Und das ist ja hier auch so ein bisschen so. Meine Religion sagt nicht mehr Harry Potter. Wallahi versucht aus dem Stream rauszukommen. Aber was wir hier haben, ist eine Person, die einfach la 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 la, mir kann's egal sein, denn ich bin keine Transperson. Mir ist es egal, ich krieg nicht den Hate ab, den J.K. Rowling in unserer Gesellschaft erzeugt. Was ist dieses auf Krampf unpolitisch sein? Was? Ja, warum kann nicht einfach jeder politisch sein? Ich bin politisch, ich sehe die Welt so. Warum sieht nicht jeder die Welt so wie ich? Gab's mal so Begriffe von, aber ich weiß nicht, ob man einen dann anzeigen kann, wenn man jemandem unterstellt. Ist egal. So.
Das ist nicht mal Tempolimit, ja, nein. Das ist Menschenrechte oder halt nicht. Ja, das Menschenrechte ist die Debatte. Oder, Junge, das ist halt. Dann fragen sich Leute, warum plötzlich rechte Gruppierungen immer stärker werden und die sagen, die Linken sind lächerlich. Ne? Also ich und andere sagen, ey, wir sind links und wir fänden das ganz gut, wenn ihr vielleicht mehr für arme Leute tut, wenn man da vielleicht was machen könnte, dass man, ne, wenn man arm ist, dass man dann kein miserables Leben hat, sondern immer ein ganz nettes. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, erstmal müssen wir aufhören, Harry Potter zu spielen, weil, ne, Menschenrechte fangen da an, wo Hogwarts beginnt, oder, ach. So, das ist doch gefundenes Fressen, das geht doch, guck mal, ist es beliebt? Mal schauen, ach nee, okay. 200 Likes, 2600 Dislikes. Das geht doch direkt wieder rum und dann wird da eine Clownsnase drauf gemacht und dann wird da gesagt, haha, guck mal, die Linken, wie lächerlich. Toll. Sieht ja fast aus wie eine False-Flag-Aktion. Das ist ja ähnlich wie gläubige Christen das wahrscheinlich nicht so geil finden, wenn Joshua Weseli sich da hinsetzt und sagt, im Christentum darf man keinen Harry Potter gucken. So, und die ganzen anderen sagen, what the fuck, es ist, hä? Na, natürlich könnt ihr Harry Potter gucken, ist mir doch egal, macht das doch. Also man schenkt denen doch die Punkte. Du gehst auf die Bühne in einer Diskussion und sagst, guck mich mal an, Harry Potter böse. So, und dann denken die anderen, okay, der andere Typ hat irgendwie, der ist irgendwie sympathischer rübergekommen, ohne überhaupt was zu machen. Jeder Hogwarts Legacy Käufer hätte damals NSDAP gewählt, ich glaube auch. Mit jedem Kauf von Harry Potter setzt sich gegen Menschenrechte ein. Ja, man kann so viel besser zeigen, dass man ein guter Mensch ist. Imp ist ein guter Mensch. Und der Beste. Ja, ich finde auch. Also ich finde, es sollte alles boykottiert werden. Aber ich gehe mal da stark davon aus, dass die Lebensqualität eines Menschen sich erhöht, wenn der nicht hinter jeder Ecke eine Gefahr wahrnimmt. Einfach mal da lang geht und dann sagt man, hast du schon gehört? Dieses neue Harry Potter Spiel. Und er sagt, nee, ist mir doch egal. Ist ein gutes Spiel. Na, wahrscheinlich so mittel. Okay, mal gucken, ob ich es gucke oder nicht. Wenn man einfach dieses blöde Outrage, wenn man einfach an der Bildzeitung vorbeigeht und einfach denkt, ja, okay, ist dumm und weiter. Ne? Wenn man einfach nicht nur so durch die Welt geht, dass man sagt, auch da auch. Also, das fühlt sich doch auch nicht schön an, oder? Also wenn man wirklich vor allem irgendwie Angst hat und überall einen Weltuntergang drin sieht, also... Kriegst so einen Hals, wenn jemand sagt, das ist doch egal, ich will doch nur zocken. Ja, und wahrscheinlich fühlt sich das sehr gut an, so einen Hals zu kriegen. Hätte ich gerne jeden Tag ein paar Mal. Ist nicht, du willst nur zocken. Werke können politisch sein. Werke können boykottiert werden. Boykottieren bringt auch etwas. Und ja... Wisst ihr noch damals, wie wir alle gesagt haben, Nestle boykottieren? Guck mal, wo die jetzt sind. Quasi am Ende. Ja, der Deal kann so gestrickt sein, dass Ich glaube, Bild-Zeitung ging schon Ende der 60er los, oder? Und die sind, soweit ich weiß, immer noch auflagenstärkste Tageszeitung. Obwohl da seit 60 Jahren gesagt wird, oder seit 50, dass man das nicht lesen soll. Und dass die, was die für Mist anrichten. Und da wird auch das gut dargelegt mit irgendwelchen Beispielen. Und wird gesagt, hier haben sie das gemacht, hier haben sie das gemacht. Und die Leute kaufen es dann trotzdem. Weil du nicht alle erreichst. Du erreichst jetzt hier, mit diesem Video hast du jetzt 25.000 Leute erreicht, was ja schon mal eine Nummer ist, aber 10% davon fanden schon mal Kacke. Und also zumindest Kacke genug, um da zu drücken. Ne? Und also positiv überzeugt hast du 1% anscheinend. Wie die Kommentare sind, weiß ich jetzt nicht, aber naja. Ne? Also das wird wahrscheinlich jetzt nicht auf 80.000 hochgehen. Das wird wahrscheinlich eher so eine Nummer sein, dass man sagt, okay. Ich meine jetzt nur mal so, ne? Wenn man pragmatisch da ranguckt. Wird dieser diese junge Person da es schaffen, J.K. Rowling von der Bestsellerliste zu stoßen oder dafür zu sorgen, dass dieses Spiel quasi gar nicht gekauft wird? Ja, ich glaube nicht. Aber viel Glück. J.K. Rowling schon ihr Geld bekommen hat, weil es ein 5-Jahres-Vertrag war zum Beispiel. Oder ein Kann Vertrag sein, ja. war für 3... Aber dann kriegt sie in 5 Jahren keinen mehr. Dann wird sie sagen, so, ich bin jetzt 62, jetzt ist die Milliarde voll. Ach, aber scheiße, das neue Spiel für die neue Xbox oder Playstation. Das geht jetzt nicht mehr, da gibt es jetzt einen kleineren Deal. Ach Mist, oder vielleicht gar keinen Deal. 4 Spiele. Vielleicht war das ein Vertrag,
ja, es gibt irgendwann Lego Harry Potter Spiele, die gab es schon mal. Es gab ja, sogar und Lego ist auch böse. Ich habe Held der Steine geguckt. Also da kommt NSDAP und Mussolini zusammen in einem, ne? Neuauflage von den Lego Harry Potter Spielen und dann jetzt ein eigenes Spiel. Vielleicht war das ein Vertrag für 4 Spiele. Vielleicht war es ein Vertrag für 5 Spiele. Vielleicht gibt es auch noch irgendwie, jetzt waren in dem Vertrag 10 Spiele und das ist erst das 4. oder was weiß ich. I don't know. Okay. Vielleicht war es auch nur 1 und es ist egal. Dennoch, wenn das Ding gekauft wird, wird die Lizenz verlängert auf von 4 Spielen auf 8 Spiele oder auch von 4 Spielen auf 5 Spielen. Wenn sie das Hauptspiel verkauft, dann wird es auch DLCs geben. Und ich sag euch ehrlich gesagt... Das ist wieder so Wirtschaftstheorie 101, ne? Das ist so ein bisschen wie wenn du irgendwelche physikalischen Berechnungen machst und dann sagst du einfach, ja, wir lassen jetzt irgendwie Temperatur und Reibung und so, das lassen wir erstmal alles weg. Und Witterung und sowas, alles zu kompliziert. Lass mal einfach nur hier diese 2 oder 3 Faktoren reinnehmen und dann rechnen. Ja, ist in der Theorie ganz nett, aber in der Praxis, also was erwartet er denn? Wenn jetzt, also weiß nicht, wie viele Menschen auf der Welt Zugang zu einem Computer und zu genug Geld für dieses Spiel haben, das kann man wahrscheinlich ausrechnen oder irgendwo nachgucken, aber gehen wir jetzt nur mal von Deutschland aus. Von den 80 Millionen Leuten, gut, da sind ein paar arm, da sind vielleicht ein paar irgendwie Kinder oder Rentner oder irgendwas, aber ne, angenommen, du hast da irgendwie, lass es 1 Million sein, potenzielle Käufer. Leute, die Harry Potter mögen, die Videospiele mögen und die Zeit über haben und sagen, das Spiel, das könnte ja vielleicht ganz nett sein. Selbst wenn du diese 1 Million Leute erreichst, wie vielen wirst du dann erzählen können, kauf das nicht und dann sagen sie, okay, dann nicht. Ne? Oder also, wie viele kriegst du denn wirklich dazu? Nummer 1. Und selbst wenn ein Spiel oder ein Film floppt, Harry Potter an sich ist eine Marke. Denkt ihr, das ist eine super erfolgreiche Film- und Bücherreihe? Und wenn du dann aber später noch zu Leuten sagst, ey, Harry Potter kennst du, dann sagen die, ja, das ist doch das, wo dieses letzte Computerspiel so gefloppt ist. Nee, da beschäftige ich mich nicht mehr mit. Wie gesagt, ich habe es gerade eingeblendet, ne, Wikipedia, es gab ja schon so Handy-Games, die total scheiße gewesen sein sollen. Man kann ja immer gucken, also die Ratings waren, glaube ich, nicht so gut, oder? Und trotzdem wurde jetzt ein neues gemacht. Harry Potter Smartphone. Also, ne, selbst wenn das Entwicklerteam abspringt, ich glaube, es wird immer eine Videospielfirma geben, die Bock hat, ein Harry Potter-Spiel zu machen. Hier, wir können ultralativ. Die Abgründe des Mobile Gamings, Hogwarts Mystery. Kann man mal gucken, ist schon 4 Jahre alt, aber das ist halt irgendein Vorgängerspiel und da musste man halt, glaube ich, auch irgendeinen Pay-to-Win-Mist machen. Ne? Da musstest du so Energie kaufen, das sah jetzt auch nicht besonders ansprechend aus. Und dann haben sie hier ein bisschen gerechnet, wie viel man von diesen blöden Bundles hier kaufen soll. Ne? Aber ihr kennt das ja, das ist ja ne, die typischen Mobile Games. Gib jetzt 100 Euro aus und dann kriegst du irgendwelche Steinchen oder kriegst du irgendeinen Blitz oder ach, keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Kriegst du diese ganzen tollen Sachen und dann kaufst du diese dummen Pakete und das Spiel ist wahrscheinlich nicht so besonders toll, aber wenn man dann erstmal süchtig ist, dann kauft man davon was. Und ey, wenn man mit so einem Spiel vorlegt und es trotzdem gut läuft, ich denke mal irgendwie ein Spiel, wo man in 3D durch Hogwarts laufen kann, das wird sich dann trotzdem verkaufen. Vertreibt eigentlich Elbenwald noch Harry Potter mehr? Ich meine, das ist doch neben EMP der größte Nordvertrieb. Ich glaube, bei EMP sind aber auch problematische Sachen und Elbenwald bestimmt auch. Danke Pennywise, aber ich hoffe nicht. Bei EMP gibt es übrigens sehr, sehr witzige T-Shirts. Sehr, sehr lustig. Da gibt es so T-Shirts darüber, dass ihr dick seid oder klein oder so oder unfreundlich. Das ist sehr, sehr, sehr lustig. Wir können mal gucken hier. EMP Shirts. Das ist immer, ich lache mich da immer tot, aber da findet man garantiert was Problematisches. Okay, ich gehe hier einmal mal rein. Hier EMP Deutschland, oder? So, hier, alt, was sehe ich denn da? Was für eine Schweineorganisation. Neu, Frauen, Männer, Kinder. Hallo? Ich glaube, es hakt. Es ist schon beleidigend. Hier, Bekleidung. Gibt es hier T-Shirts? Hier, Themen. Bestimmt irgendwie lustig oder so, ne? Die sind super geil. Die lustigen Klamotten sind die besten. Hat man das nicht hier irgendwo so eine Kategorie dafür? Ich kaufe da ja nie, deswegen weiß ich das halt nie. Bekleidung.
Kann man bestimmt hier. Oh, geil, Alter. Gaming-Merch. Naja, das holen kann. Hier Band-Merch. Filme und Serien. Ey, nicht, dass die hier auch noch Harry Potter drin haben. Dann raste ich aber aus. Kann man hier nicht so nach witzig oder so sortieren? Oh, lustig. Lustig. Zuletzt gesucht. Geil. Lustig. Hybrid. Ich nicht verstehe. I'm a huge Metal-Fan. Und dann ist da so ein. Dann ist da so ein Ventilator, weil Ventilator heißt auf Englisch heißt Fan. Versteht ihr? Das ist ein großer Ventilator, ist ein huge Fan. Und weil der hört Metal-Musik und der, ne? Also, ich trage heute ein fröhliches Schwarz. Witzig. Food. Hackfleisch kneten ist wie Tiere streicheln, nur später, bitte! Wird hier etwa Fleischessen normalisiert? Guck, ey, das ist ja makaber. Das ist kein dicker Bauch, sondern ein Feinkostgewölbe. Was ein Schenkelklopfer. Danke sehr, Mr. X. Mr. XX. Das ist kein Ü40-Humor, das ist, das kann man auch schon jünger. Aber das ist sehr lustig. Das ist sehr, sehr lustig. Man kann auch mit Ü50, kann man immer noch, man kann vielleicht auch schon mit Mitte 30, wenn man halt, also kommt drauf an, wie lustig und wie intelligent man ist. Aber hier, guck mal, Rinderfilet krümelt nicht. Ich bin im Meat-ing. Und das Meat ist in einer anderen Farbe, weil der ist beim Fleischessen. Hahaha. Witzig. Mein Lieblingsfisch ist der Schnitzel. Cereal, Griller, Auftragsgriller. Gleich dreimal. Wenn ich das beim Grillabend anziehe, die anderen, die lachen sich kaputt. Das ist so lustig. Ist das lustig alles? Ja, witzig. Ich grille kein Gemüse. Dieser Mango, ich meine, am Anfang hat er gesagt, wir gehen gleich in ein veganes Video, aber erstmal Harry Potter. Ich habe da rausgehört, dass der auch was mit Veganismus zu tun hat, ne? Vielleicht wäre hier EMP, die Lustig-Kategorie, wäre vielleicht ein Ziel für ein neues Video. Nur so als Vorschlag. Also falls du das hier siehst, geh da doch mal durch den Katalog. Da kann man locker 10, 20 Minuten Stream-Content mitfüllen. Ist auch ganz einfach. Gehst da einfach drüber und sagst, nicht lustig. Ist auch nicht. Ich finde es auch mittlerweile kritisch, sich das Spiel irgendwie raub zu kopieren. Weil? Oder irgendwie doch auf anderen Wege. Ist die gleiche Debatte wie bei Kunstpelz, ne? Weil wenn du das trägst, dann sehen das Leute und sehen, dass du das schön findest und sagen, ach, das sieht ja nett aus, kaufe ich mir auch, ne? Und dann kaufen die das aber richtig. Sowas wahrscheinlich, spielen. Ne? Oder dann nochmal im gebraucht zu kaufen. Weil heutige Spiele arbeiten mit der Technik, dass du in den Spielen auch noch was kaufen kannst. Ah, und kann wenn du es raubkopiert hast, dann wirst du wahrscheinlich Ingame-DLCs kaufen. Du klaust dir das Hauptspiel, ne, mit einem Crack, aber dann gehst du Ingame in den Shop rein, weil das so gut funktioniert mit den Keys und so, ne, dass die dann sagen, ja, natürlich verkaufen wir dir hier ein DLC für dein geklautes Spiel. Nicht vorstellen, dass man sich konsequent dann sagt, ich spiele nur das Haupt. Bei Raubkopien kannst du nicht auf den Ingame-Shop zugreifen. Schreibt gerade Schnubabri, der, glaube ich, sein Leben nichts anderes gemacht hat, außer Videospiele spielen. Der kennt sich da, glaube ich, ein bisschen aus. Aber ich meine das auch so in Erinnerung gehabt zu haben, aber ja, ich glaube, ich klaue mir ein Spiel und kaufe mir dann Zubehör und gehe da mit dem geklaut. Es ist so, als würdest du dir ein Fahrrad klauen und dann gehst du einen Tag später mit dem gleichen Fahrrad in den Laden, wo du es geklaut hast und sagst, Entschuldigung, kann man hier vielleicht eine neue Lampe dran machen? Sag, Moment mal, können wir mal die Rahmen nochmal gucken? Nee, ist mir unangenehm, möchte ich dir nicht zeigen. Das Spiel und das DLC, das die Story weiter fortführt, lasse ich in Ruhe. Ja. Mhm. Vor allem sind dann auch Spielende auf Plattformen, egal ob ihr es Gebrauch gekauft habt, Spielende auf Plattformen sind eine Währung. Ne? Wenn ihr das in einem Jahr noch spielt und es irgendwie mit eurem Online-Account verbindet und öffentlich wirksam. Wenn ihr es geklaut habt und dann mit eurem Online-Account verbindet, merkst du selber, ne? Viel, ne? Blablabla, spielt gerade Hogwarts Legacy. Dann kann man das von. Ich gehe bei meinem besten Freund auf die Steam-Seite und dann sehe ich, der hat da Hogwarts in der Liste drin. Ich glaube, ich kaufe das auch. Und dann, ne?
dann kommt der Stein ins Rollen. Weil dann guckt er nämlich, Moment mal, Hogwarts, wer war das nochmal? Und dann googelt der und dann findet er bei Wikipedia, geschrieben von Joanne K. Rowling. Und dann googelt der Joanne K. Rowling, dann findet der Joanne K. Rowling Twitter. Ich bin von Streamern mit Michael Jordan Mütze. Ich habe gestern in Stream gedacht, der fragt, der nach einem Autogramm so nervös wie der war. Okay, ich weiß, wer gemeint ist, aber danke an Pennywise für 100 Bits. Ich glaube, ich war jedenfalls in der Kette noch nicht fertig. Der googelt dann Joanne K. Rowling, dann findet er ihren Twitter-Account, dann guckt er da drauf, dann findet er, dass die irgendwas retweetet, klickt dann da drauf und dann ist das so eine gemeine Organisation und dann wird der quasi radikalisiert und dann spendet er seine 60 Euro an diese Organisation, glaube ich. Und diese Organisation geht dann los mit dem Scharfschützengewehr und schießt auf Leute oder so. Ne? Also das ist, du hast quasi, wenn du das Spiel in der Bibliothek hast, dann hast du einen Menschen auf dem Gewissen. Sollte man sich überlegen vorher, ne? Danke Sam Laszlo für deinen Prime. Wir sind auch gleich mal durch. Shareholder oder sonst was verwenden und sagen, ja, ein Jahr nachdem wir das Spiel released haben, wird es aber immer noch groß gespielt. Weil dieses ganze Ding ist online. Und wenn die Spielerzahlen wegen Leuten, die es erst gebraucht nach ein paar Jahren spielen, dann immer exorbitant höher ist als bei anderen Spielen, die zu Release nicht so schmutzig waren, die zu kaufen, dann wird das auch ins Gewicht fallen, dass es J.K. Rowling positiv ausgelegt werden kann. Meint ihr, der kommt aus so einem Wirtschaftsbereich oder so? Klingt so, ne? Das klingt wie so ein Meeting. Als ob er so eine Marketingstrategie gerade rauslegt. Hört mir zu, Leute. Also, ihr wollt dieses Spiel an den Mann bringen, ne? Ihr müsst es in die Accounts rein und dann sieht das wer und dann, also es klingt echt so wie so ein Sales-Pitch ein bisschen. Ne? Also, vielleicht hat er ja auch irgendwie einen Abschluss in Wirtschaft oder so. Wenn man Uni-Fundament in Wirtschaft hat, ne? Dann kennt man sich halt auch mit allen Themen aus. Da kann man überall seinen Senf dazugeben, weil man hat das ja, also, nicht das studiert, aber man hat so Wirtschaft studiert. Und Wirtschaft ist ja quasi alles. Und dass dort Lizenzen erhöht werden. Wenn die Spielerzahlen nämlich gleich... Er wirkt echt wie so eine AI, die mit Funk-Content gefüttert wurde. Naja, gut, vielleicht sind die AIs auch einfach so gut, dass du Mensch und AI nicht mehr unterscheiden kannst. Also ich habe den jetzt noch nicht in Persona getroffen. Und wenn man jetzt hier mal so this person does not exist eingibt, .com ist es, oder? Ist es com? Ja, guck mal, dann kriegt man hier ein Gesicht von irgendeinem Menschen, der sieht ja aus wie echt. Ne? Und wenn das schon so gut funktioniert, also vielleicht kann man dann auch... schon bewegende Gesichter oder Stimmen und so, kann man ja alles schon mal bauen, ne? Vielleicht ist das der erste computergenerierte Streamer, wer weiß. Also, ne? Ich könnte euch jetzt nicht das Gegenteil beweisen. Bleibend hoch bei sonst was werden, dann ist das trotzdem nicht gut. Also müsstet ihr irgendwie eine Offline-Konsole haben, damit es überhaupt nicht gewertet wird, ja? Mhm. Deswegen sage ich konsequent 100%, lasst die Finger von dem Spiel. Weil ihr könnt dieses Spiel mit folgenden Sachen unterstützen. Reichweite, Aktivität und Geld. Ja, oder vielleicht auch, wenn man so ein Video darüber macht oder im Stream darüber redet und da eine Aufzeichnung macht und einen Shitstorm erzeugt für die Leute, also gegen die Leute, die das spielen wollen, wodurch dann Leute wie ich, die von dem Spiel vorher nichts gehört haben, dann hören, hey, sag mal, boykottierst du auch schon Gronkh, Zwinker? Dass ich dann sage, nee, warum? Und dann sagen die, Hogwarts Legacy, das neue Videospiel von Joanne K. Rowling. Vielleicht auch so. Also, vielleicht auch damit. Ich weiß, du willst das Spiel nicht unterstützen, aber eventuell bei einem Video mit 25.000 Aufrufen über das Thema, eventuell hat jemand jetzt Bock auf Hogwarts Legacy. Ich weiß es nicht, aber also ich würde es jetzt nicht ausschließen. Das Geldding macht ihr, wenn ihr das Spiel direkt kauft. Reichweite könnt ihr dem Spiel geben, indem ihr streamt. Und Aktivität. Oder indem ihr darüber redet, wie blöd es ist. Also er redet ja nicht darüber, dass das Spiel schlecht ist. Damit kann man wahrscheinlich den Erfolg von dem Spiel mindern. Wenn so eine Kritik kommt und sagt, ich habe das Spiel angetestet, voller Bugs, macht keinen Spaß, unkreativ. Ne? Das kann man machen. Guck mal, das Spiel hier, Pay to Win, irgendwie recycelt, langweilig und so weiter.
Ne? Dann gibt es vielleicht jemanden, der wollte das Spiel kaufen und dann sieht der halt so einen Gameplay-Trailer und sagt, doch nicht. Ah, das ist, ne? Aber wenn du sagst, vielleicht ist das Spiel technisch ganz gut und macht Spaß, aber es ist böse, so dann kaufen es die Leute doch trotzdem. Also. Wie gesagt, Spielerschaften messen und so weiter und das dann als Erfolg auswerten. Wie oft kommen Leute um die Ecke und sagen, oh ja, unser Spiel wurde aber auf blablabla vielen Accounts registriert, also ergo Erfolg. Ja? Und sorgt dann dafür, wenn ihr dieses Spiel auf eurem Account aktiviert oder registriert oder sonst was oder zuerst startet und euch euer Account, also ihr euch mit eurem Account einloggt und das Spiel zuerst startet, sorgt dann auch dafür, dass ihr dem Spiel einen gewissen... Ja, und guckt halt auch mal, wie kompliziert das ist. Ich meine, ihr gebt 60 Euro aus, ne? Dann kauft ihr euch so einen Key. Dann aktiviert ihr den Key bei so einer Plattform oder so. Oder vielleicht kauft ihr auch da direkt, ne? Aber dann braucht ihr da ein Bankkonto für und dann müsst ihr da verlinken und bla. Und dann müsst ihr das noch runterladen, ne? Und dann müsst ihr das auch noch spielen. Wenn ihr einfach 60 Euro an dieses Lexikon spendet, ne? Einmal klicken und das Geld ist weg und dann müsst ihr nichts mehr machen, ne? Das ist eigentlich einfacher. Da müsst ihr nicht mit irgendwelchen Plattformen und sowas. Einen gewissen. Gute außer halt irgendwie einen Bankaccount braucht man trotzdem. Ne? Was aber. Weiß ich, guckt doch mal, was ihr spielen könnt anstatt dessen. Ja, okay. Alter, seht ihr den Dog Whistle, den ich sehe? Der hat hier so eine Matte liegen, ne? Mit Ländern. Und der hat die aber so rumgelegt, dass wir die Namen lesen können und dass wir nur eine Ecke von der Weltkarte sehen. Und wir sehen hier Russland und China. Man hätte jetzt auch vielleicht so Chile und Argentinien und so sehen können, wenn man es andersrum hinlegt, ne? Aber extra so platziert sehe ich jetzt erst. Wir sind schon 12,5 Minuten drin und ich sehe jetzt erst seine große Keyboard-Matte, ne? Mit Russland und China drauf. Es ist auch, also wenn ihr wollt, dass da solche Kriegsverbrecher, dass hier andere Länder einmarschieren, dann gebt ihr dem Ganzen auch Reichweite, wenn ihr einfach den Namen von diesem Land, in dem der Kriegsverbrecher der Machthaber ist, einfach sehr präsent immer irgendwo hinmacht, weil dann sehen das Leute von den Zuschauern und dann googeln die, was das für ein Land ist und vielleicht sehen die dann was Positives darüber und denken, das ist übelst geil und dann sagen die, alles da übelst unproblematisch und dann ziehen die da vielleicht hin und wenn da dann irgendwie Wahl ist oder so, dann wählen die vielleicht diesen schlimmen Despoten oder sowas oder gehen in irgendeine Telegram-Gruppe oder so, aber also, ne? Also hier, Russland, China, das wird, das ist nicht in Ordnung. Also, das ist so Quatsch, dass ich euch das jetzt zeige, aber hier. Aber guck mal, hier ist ja auch, ihr könnt ja auch Sims spielen. Vielleicht bin ich da privilegiert, ich weiß es, ich hatte viel Geld für Videospiele, deswegen. Ja, ich nicht, aber man kriegt ja immer diese. Also man kriegt ja immer Hammelbundle, kriegt man für einen Euro oder zwei oder so, kriegt man ganz, ganz viele Spiele. Da kannst du dir dann irgendwie 10 Spiele kaufen. Ich glaube, es ist inzwischen nicht mehr so einfach. Früher war das immer ganz einfach. Da hast du ein paar Euro ausgegeben und du hast so viele Spiele bekommen. Also deswegen, meine Steam-Library ist rappelvoll, aber ich kaufe eigentlich immer nur im Summer Sale oder in Bundles. Und ich meine, bin da auch privilegiert. Ich kann alles Mögliche spielen. Was hat er denn da so? Call of Duty Modern Warfare. Es ist ja schon mindestens so problematisch wie Harry Potter, oder? Ich weiß jetzt nicht, welche Nationen da gegeneinander kämpfen, aber also vielleicht spielt das einer und danach tritt er dann der Armee bei und sagt, jetzt mal auf echte Menschen schießen oder so. Also das ist auch schon, das ist schon jetzt, ne? Also, das ist schon problematisch, glaube ich. Was haben wir hier noch? Rogue Legacy, gutes Spiel. Der hat seine Spiele hier nach Datum sortiert, wann er die gekauft hat oder wann er die gespielt hat wahrscheinlich, ne? Aber es ist ja hier schon viel Gewalt mit dabei, ne? Das ist, also. Aus. Among Us, da muss man lügen. Da übt man quasi 156 Lügen. 156 Spiele, die ich nicht gespielt habe. Ja, 156 Spiele, die du noch nicht gespielt hast. Ich guck mal bei mir, aber ich habe mein Steam nicht im Browser eingeloggt. Wo hat er da geklickt? Dann schaue ich mir das auch mal an. Ihr könnt ja Wetten abschließen, wie viele das sind. Man geht auf Bibliothek. Und dann, was macht man dann? Dann geht man hier auf diesen. Ihre Kollektion. Und da geht man dann auf Untouched oder was? Ach, die hat er sie selber gemacht? Weil bei mir ist die nicht. Okay, die hat er sich selber kategorisiert. Okay, schade. Das kann ich bei mir nicht nachgucken, weil
Ja, das sind selbst erstellte Kategorien, deswegen, ich habe die nicht. Ich habe andere Kategorien. Aber ich kann ja mal gucken, wie viele Spiele ich allgemein habe. Kann man das irgendwo anders nachsehen, wie viele von denen man noch nicht gespielt hat? Ich gucke mal nach. Ich habe hier mein Steam-Profil. Ich will das jetzt anzeigen hier, zack. Ich habe wie viele Spiele? 775 Spiele habe ich. Ich gebe zu, ich habe die nicht alle gespielt. Hier nach Spieldauer kann man sortieren, aber da kann man sich dann nicht die Zahl anzeigen lassen. Ne? Perfekte Spiele kann man sehen, wie viele man komplett durchgespielt hat mit allen Achievements und so. Naja gut, Wunschliste und so, ne, aber über alle Spiele. Aber ich habe also, ne, ich habe da friedlichere Spiele gespielt als der. Also ich habe heute zum Beispiel Age of Empires gespielt, gut, das ist auch ein bisschen mit Krieg und so, aber nicht mit modernen Panzern und so. Ich kann da jetzt nicht wie bei Call of Duty am Ende sagen, boah, dieses Gewehr hier, das macht aber Spaß. Ich könnte dann sagen, oh, ich werde jetzt ein Azteke und nehme den Speer. Aber das wird wahrscheinlich in der Praxis schwierig werden. Aber, also ich finde das, hier diese Kriegspropaganda hier, Call of Duty, das finde ich nicht okay. 156 Spielen, die ich nicht gespielt habe. Ich guck mal, was hat der denn da nicht gespielt? 156. Ja, mach ich. 56. Counter-Strike noch nie gespielt. Das habe ich schon mal gespielt, hat mir keinen Spaß gemacht. Ich gucke gerade, ob hier irgendwie geile Spiele bei sind, nur die er mal ausprobieren sollte. Ich nicht. Guck mal hier, Golf, das hat er noch nicht gespielt, ne? Wahrscheinlich, weil er nicht genug geschossen wird. Nicht gespielt. Noch irgendwas Gutes bei. Portal 2? Bruder, was? Schön Call of Duty Modern Warfare 2, aber Portal hat er noch nie gespielt. Das ist ein richtig gutes Spiel. Alter, wenn du das hier siehst, Mango, probier mal Portal 2 aus. Gutes Spiel, kann man noch streamen. Kann man auch in Koop, wenn du Bock hast und noch einen Mitspieler suchst, also. Was haben wir da sonst? Serious Sam, ja, das habe ich auch mal gespielt, aber ist ein bisschen her. Ja, auf meinem. Was ist da sonst so? Tropico, da kann man Diktator spielen. Könnte was für dich sein, vielleicht. Count liegen. Also, Undertale! Undertale und Portal 2 hat er noch nie gespielt. Das wäre vielleicht was für den nächsten Stream. Mach doch mal. You know? Das ganz unten links interessiert mich. Das ist leider nicht dabei. Total Tank Simulator. Das sieht bei euch auch so aus, wenn ihr lange auf Steam seid. Ja, wenn ihr euch so eine Kategorie gemacht habt, aber habe ich ja nicht. Und in dieser Nerd-Culture seid. Ihr kriegt teilweise Spiele entgegengeworfen. Hier was kostenlos, Hier ein Paket kostenlos. Hier ein Sale, wo ihr ganze Spielereien für 2 Euro bekommt. Hier was kostenlos, hab ich, ein kostenloses Wochenende. Hier ein kostenloses. Aber ich nehme mir dann nicht die Zeit, die zu sortieren. Ein bisschen nur. Und. Wenn du so eine Serie kriegst vom gleichen Spiel, irgendwie 10 Stück oder so, dann sortiere ich die ein. Aber sonst. Dann hier noch ein Humble Bundle mal gekauft und dann habt ihr auch wieder 40 weitere Spiele. Ja. Ihr habt eine Auswahl. Tut nicht so, als wäre es so essentiell wichtig für eure Videospielkarriere, dieses Spiel zu spielen. Es muss doch was haltet ihr von der Idee, dass ich mir Hogwarts Legacy kaufe und dann alles an Einnahmen, was über 60 Euro hinausgeht, an das Queer Lexikon spende? Wäre das cool, wenn ich das in meine Videospielkarriere einbaue? Nicht das Spiel sein, womit ihr mit dem Kauf dann faschistische Organisationen indirekt unterstützt. Ja. Ganz ohne fasche Unterstützung könnt ihr tolle Spielstunden haben. Mit Call of Duty. Punkt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, gut. Hier sind sogar gute Videos vorgeschlagen. Den habe ich, glaube ich, geguckt, aber das hier ist sehr, sehr gut. Also das mag ich nicht, weil da wird Fleisch gegessen. Das sehe ich mir tatsächlich nicht so gerne an, aber ich toleriere, dass der das macht. Das ist ein toller Mann. Also hier, das ist auch ein gutes Video gewesen. Das auch. Das sind übrigens 2 Linke, die nicht lächerlich sind. Also, ich weiß, da gibt es ja offline eine ganze Menge. Im Internet ist leider ein bisschen schon mal einfachere Zeiten. Aber also, die sind super, ne? Hier ist nur von dem einen Kanal. Das sind nämlich 2. Aber hier ist er nochmal. Ich habe das so gebingewatcht, ne? Das ist einfach der beste Kanal. Außer wenn ich ihn komplett durchgeschaut habe, weil der macht leider nur einmal im Monat was. Arte-Dokus kann man auch immer ganz gut gucken. Hier ist jetzt Gronkh selber. Nee, das ist Jade. Hast du das einfach gereuploadet oder was? Die Idee war zu. Den kenne ich.
Hast du hier schon Hasskommentare? Das hat aber deutlich bessere Like-Ratio. Das ist einfach, das sind einfach Clips von Gronkh aneinandergereiht, ne? Okay. Danke fürs Uploaden. Lieber Gronkh, bleib schlau. So ein Kanal mit 20 Abos, der mal so Clips re-uploadet und jemand schreibt, lieber Gronkh, bleib stark, als wäre das so ein Account von Gronkh selber. Süß. Okay, ja gut. Hast du gut zusammengefasst. Lieber Jade, bleib stark, falls da Leute kommen, die sagen, dass du diesen gefährlichen Mann unterstützt. Also bitte bleib stark. Übrigens, falls ihr mich jetzt ärgern wollt, ne, für hier Vorschläge, weil wir eben so diese Hitler-Schach-Videos und so gehabt haben. Ich habe auch sowas hier in der Timeline, ja. Guckt mal hier. Das habe ich auch geguckt hier. Ne? Ihr könnt mir gar nichts. Ich interessiere mich halt für unterschiedliche Themen. Das habe ich auch geguckt und im Zuge dessen habe ich dann mal Auszüge aus dem Buch gelesen. Und ich muss sagen, also das war wirklich eine Erfahrung. Ne? Ich habe da neue Wörter gelernt und... ja, also ich habe, falls ihr auch lesen wollt, da gibt es, ich will euch eigentlich nichts vorweglesen nehmen, ihr könnt das ja selber mal lesen, aber es ist nicht das LCPP-Kacker-Musste-Buch, ne, aber es wird Haut abgezogen und sowas und Blut und ne, solche Dinge halt. Die schlimmste Stelle fand ich, als die Oma von dem ihn mit ihren ekelhaften Arbeiterhänden angefasst hat. Das mag ich überhaupt nicht, wenn Arbeiter einen anfassen. Hier wurden zwei Dips eingelöst. Danke, Smokey. Und danach machen wir das Video aus. Aber die Dips kommen noch mit rein. Ihr könnt also, und ihr jetzt bei YouTube, abschalten. Hier sind wir wieder. Aber jetzt sind wir auch schon wieder weg. Das war ein schönes Video. Danke für die Meinung. Ich werde mir, glaube ich, dieses Hogwarts-Spiel jetzt nicht kaufen. Aber ich auch vorher schon nicht vorgehabt. Aber ich bitte euch, spendet doch die 60 Euro lieber an mich. Okay.